Moin, Sen. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen an alle Zuschauer. Seid mir gegrüßt hier im Vesarius Gaming Channel. Wir wollen heute eine Runde WoW weiter zocken, oder ihr wolltet eine Runde WoW weiter zocken. Finde ich übrigens ziemlich knorke, weil ich habe auch wirklich Bock, dieses Spiel zu spielen. Schön, dass ihr da seid. Herzlichen guten Abend an euch alle. Moin. Ja, ich hoffe, euer Sonntag war gut. Ihr wisst ja, ne, der Weser ist immer bewaffnet. Also der Weser muss bewaffnet sein. Und ich bin eigentlich ja auch so ein bisschen auf Dual-Wielding. Ne? Ich habe mir heute so ein bisschen Input gekriegt. Ich soll mal was in die Kamera halten. Das machen wir. Knorke Sache, das sieht man leider nicht so ganz gut. Weil das Grün und so, ne? Der gute alte Manu, der hat mir sein Becherchen gegeben. Und wir sind bewaffnet. Wie die Schurken sind wir unterwegs heute. Werden mal ein bisschen wieder durch Suramark klappern. Ich habe... Schon ganz, ganz Abend, Pirat, ich grüße dich, herzlich willkommen. Ich habe tatsächlich schon ganz viel weitergemacht in Surama, weil ich wollte euch das Meckern ersparen, ja. So, und heute geht's an die letzten drei Sachen, die wir da noch machen müssen. Ich werde nochmal einen Dungeon nebenbei schnabulieren hier, so kriegen wir das hin. Schön, dass ihr da seid. Wir springen auch glatt direkt mal rein. Ich habe ein bisschen was hat sich getan, equipmenttechnisch bin ich noch nicht wirklich weitergekommen. Aber, ja, ich bin in Sura unterwegs, wir wollen uns mal so ein paar alte Late-Transporter holen und so ein Zeug, ne? Knorke Sache. Schön, dass ihr da seid. Sonntag, ne? Endlich vorbei, fast so. Ich habe nämlich heute, bin ich zweimal auf der Arbeit gewesen. Jetzt muss gezockt werden. Ich habe gehört, das zocken wir. Ich stehe auch nicht umsonst hier so bei diesem Friedhof. Das sieht nur so aus. So, zack. Ich habe mehrere Sachen gemacht. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist noch hier Zeit der Veränderung. Kriegen wir erst relativ spät. Deswegen werden wir hier ein paar Weltquests machen. Guckt euch das mal an. Hammergeil, ne? Hier kriegen wir so ein paar Sachen. Da unten bei den Dämonen auch. Da gibt es nochmal ein bisschen was mit Leder. Da können wir... Und Angel. Wir müssen heute nochmal angeln, ja? So, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Knorke Sache. Herzlich willkommen. Zu einer Runde World of Warcraft. Tatsächlich, es hat mich, eigentlich stand drin, also das, was, ich kann euch das, glaube ich, sogar mal zeigen, ne? Genau, ich habe hier so ein Dings, ich zeige euch das jetzt einfach mal. So, wo habe ich das denn? Der Browser-Browser. Da ist der Browser-Browser. So, ihr seht das, das ist der Subscriber-Sunday, die Auswertung des, der Umfrage. Ich durfte frei entscheiden, ich habe mich jetzt tatsächlich für World of Warcraft entschieden, weil WoW stand halt ganz oben. Ja, knorke Sache. Wir springen mal wieder ins Spiel zurück hier. Da ist er, Bowser. So, zack, ab ins Game. Ins Game, wir wollen zocken. Ich muss diese Leylinien-Geschichte da mitmachen, weil wir brauchen Ruf, ne? Ich habe jetzt hier... Habe ich nicht so viel, oder noch nicht so viel. Wo ist es denn? Die Nachtsüchtigen. Wir sind fast respectful. Und da müssen wir noch mal ein bisschen reinhauen, ja? Schön, dass ihr da seid. Knorke Sache. Zocken. Jawohl. Ich weiß nicht mehr, wo dieser Höhleneingang ist, ne? Aber Höhleneingänge sind sowieso. Wie ist das? Früher waren sie meine Spezialität. Heutzutage ist das nicht mehr so. Ich verlaufe mich da immer gerne mal. So. Ich glaube da... Och. Knorke. Hammer. So, Intention ist alles. Also eine Inspiration, so wollte ich sagen. Das, der Jäger selber ist relativ stark geworden. Ich habe jetzt die Waffe auch noch einmal updaten können. Das heißt, wir sind jetzt auch inzwischen bei Stufe 58 und ich brauche 3,5 Mille Artemacht, ja. Artefaktmacht ist übel. Da braucht ihr so viel von dem Zeug. Das ist der Wahnsinn, ey. Sag ich euch. So, zack. Wir prügeln uns hier mal durch, ne? Hier unten in der ganzen Geschichte, also das ist relativ easy, wenn man dann erstmal dieses Dämonengebiet da in der Stadt überstanden hat. Die Instanzen, die man machen muss, habe ich schon gemacht, also Hof der Sterne und Arkus, ging eigentlich relativ flockig, ne? Das war gar nicht so schwierig. Die DDs, die waren heute Morgen nicht so knorke drauf. Aber geschafft ist geschafft, ne? So soll das sein. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Knorke. So, komm, jetzt gehen wir kaputt. Zack. Was ich festgestellt habe, es hat mich ein bisschen auch geärgert, das sind Stiefel für den Bestienjäger, ja, aber nichtsdestotrotz 79, das pusht uns natürlich ein bisschen. Nehmen wir das mal mit. So, der beschießt uns da hinten, die beschießen uns alle hier, ne. So, immer drauf da. Und dann machen wir einmal nochmal den, wenn das dann klappt, you instant down hier. So. Das ist wirklich der größte Teil von dieser, von der Fliegegeschichte. Also wenn wir das geschafft haben, dann ist der Rest nur noch so ein bisschen Ruffarmerei bei den Legionsträchtigen, wollte ich gerade sagen. Bei den schwangeren Dämonen, ne? Müssen wir ein paar Kugeln streichen. Streicheln, mit Pfeilen, Spitze, Pfeile. So, zack. Oh, 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 oh.
Also man findet wirklich echt gut den Anschluss, ne? Ich hätte jetzt so gedacht, okay, könnte schwierig sein, ne? Da noch wieder den Anschluss zu finden, aber haben wir geschafft. Also equipmenttechnisch immer noch 909. Das passt auch. Oh, Giga-Knocke, danke für den Host, Monster Goods. Und moin an deine 5 Homies, wollte ich gerade sagen. Zuschauer, herzlich willkommen. World of Warcraft hier im Bunde, das Ganze. Ich sag mal, Dank an Stream Team Germany. Ist jetzt einfach mal geraten. Hammer. So. Ich glaube, da hinten ist noch eine Schatzkiste. Die nehme ich natürlich mit. Wir müssen hier auch noch demnächst so einen Erfolg machen, wenn wir denn fliegen können, dass wir da mal all die Schatzkisten sammeln und so ein Zeugs. Ich bin froh, dass man das nicht vorher machen muss, ja. Wenn man das vorher machen müsste, das wäre richtig arschig, so. So. Ja, ein bisschen arm bin ich auch geworden. Ich habe mal zu viel Geld ausgegeben für einen Gegenstand, den ich eigentlich doch gar nicht gebraucht hätte, weil ich falsch geguckt habe, ne. Zack, war schon alles weg. Nein. Hat der Weser sich dann gesagt. Also, Suramar ist tatsächlich hier so diese Rufgeschichte, ne. Wenn das mit dem Ruf dann einmal geschafft ist, dann passt das eigentlich auch. So. Zap. Flups. Di. Da hinten ist die Kiste. So, das ist uraltes Mana. So, nehmen wir das mal mit. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag, ja? Wir haben jetzt hier, geht die Welt unter. Also zumindest, wir stehen am Abgrund, wenn ich da hinten so rausschaue. Ja, das ist bösartig da draußen. So, überall rings um uns herum gibt es hier Witter. So. 1458, das ist gut. Dann nehmen wir mit. Ja, das war der Gegenstand, der ist halt auf der Karte da erschienen, aber ach, da haben wir eigentlich auch keine Probleme mit, dieses Mana zu bekommen. Inzwischen habe ich auch so eine Schulterverzauberung, da kriegen wir dann immer genug von dem Zeugs, weil hier manchmal so Risse aufgehen. Da müsst ihr mal ein bisschen mit drauf achten, dann seht ihr das. Das ist ziemlich knusprig eigentlich, weil dadurch können wir nämlich noch, wenn wir uns da reinstellen, kriegen wir dann noch ein bisschen extra was, ja. So, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Moin, Sam. So, die alte Linienjägerin, ne? Die knuppern wir jetzt auch mal tot. Der Schaden selber, also, ja, man kann gut mithalten, auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir hier mal wieder raus. Heute habe ich mich dafür ein bisschen auch entschlossen, früher anzufangen, weil, wie gesagt, also das bot sich halt an, ne? Gleiches Game, ich wollte sowieso noch einmal ganz kurz reinschauen hier. Und dann schauen wir jetzt den ganzen Abend rein, ist auch mal knusparig. So, do, do. Es ist schon, wenn man sich auch an die eine oder andere Skillung da ein bisschen gewöhnt hat, wieder geht das so locker flockig aus der Hand, ne? Also ich hatte, als ich in der Ini drin war, die ersten paar Inis habe ich echt so gedacht, ach scheiße, verkackst du jetzt total hier und pulst alle möglichen Gegner und so. Nö, aber das ging ganz echt flockig eigentlich. So, blops. Ja, und so ein paar Möpse eben schnell wegschnetzeln geht auch. Zap. Ach genau, in Argus war ich auch noch nicht wirklich heute unterwegs, also wir können nachher auch nochmal nach Argus gehen. Denn in Argus gibt es ja fette Beute, ne? Die müssen wir auf jeden Fall mithaben. Gerade das nächste Teil müsste ich mir, glaube ich, auch wiederholen können. Es wird dann wieder was für die Waffe sein, weil ich natürlich in dieser, ich will fast, Skillung ist das richtige Wort, ja, in dieser Konfiguration wollte ich fast sagen, rumlaufen möchte, weil das ist wirklich echt easy, ne? Zack, hier nochmal Knurren anmachen, wunderbar. So. Die Quest hier, die aktualisiert sich immer wieder mal. Da muss man einfach mal auf die Karte gucken. Dann sieht man das, wo man als nächstes hin muss. Also man wird da ein bisschen auch hin und her geleitet. Das ist ganz cool gemacht. So. Ich weiß gar nicht, warte mal, wie viel kann ich einsammeln? Stand da jetzt nicht, ne? Da steht da nur ganz kurz. Abzeichen. Ja, 1600. Also, mir fehlt aber noch ein bisschen was. Also, es gibt hier noch ein, zwei Gegenstände. Damit können wir dann 2000 Mana einsammeln. Das braucht man auch. Also, das ist jetzt... Im Laufe der Zeit braucht man das definitiv. So, ich glaube, das ist der Höhleneingang. Da müssen wir hin. Da, wo ich jetzt gerade mit der Maus drauf bin. Die zwei Questreihen, die ich noch machen kann, die sind hier und hier. Und die andere ist leider ein bisschen rufbedingt, ja. Das heißt, wir müssen tatsächlich wirklich auch ein paar Weltquests hier machen. Und das vielleicht sogar über 2-3 Tage strecken. Aber dann weiß man, alles klar, ich habe es bald geschafft, ne. Ich habe bald diese Questreihe durch. Und das ist mal Knorke. So, bups. Gehst du mal kaputt da. 2,2 Mille. Juhu, war der Rest. Juhu. Wenn ihr Fragen habt, fragt bitte nach.
gigantisch. Ich will doch nur Bergbau betreiben. Man kriegt auch noch ganz nett Kohle für das Zeug. Habe ich auch festgestellt. Also da kann man auch ganz gerne mal reinknuspern in die ganze Geschichte. Gibt ein bisschen was, das nehmen wir mit. So, aber mit Fliegen ist nachher viel einfacher. Also wir können dann wesentlich schneller farmen, wenn wir dann wirklich mal irgendwie so 5, 6, 7, 8.000 Gold haben wollen. Moin, der Manu. Ich grüße dich. Frage, mein Lieber. Oh, Mist, jetzt bin ich hier runtergefallen. Frage, mein lieber Manu. Moin, du. Manu, du. Blobs. So, next cave incoming. Das gehört so ein bisschen mit dazu, also das sollte man auf jeden Fall machen. Es gibt auch noch einen Erfolg dafür, ne? Also den gibt's auch noch. So, und da ist wieder Hertha Grimdotte. Hertha kriegt jetzt auch nicht eins auf die Nase, weil die haben, weiß, wie haben die eigentlich gespielt dieses Wochenende? Ich weiß das gar nicht. Die haben bestimmt wieder verloren oder so. So, zack. Das ist das Schöne, ne? Am Hunter kannst du auch noch Kirschen nebenbei, wunderbest. So, und machst die alte kaputt, zack. Die brauchen wir auch, also da gibt es ja auch wieder so einen Erfolg für. Sehr nice. Auf Argus landest du... Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mich eingeloggt, habe eine Quest gekriegt und dann konnte ich gleich direkt nach Argus reingehen. Die Questreihe starten. Da gibt es so drei Questreihen. Manu, wenn du auf Argus ankommst, kommst du in Cocoon an. Ja, dann darfst du hier erstmal questen und dann schaltest du dir die Ödnis frei und danach MacAreal da. Wenn du das dann freigeschaltet hast, dann kannst du im Großen und Ganzen ja alles dort machen. Ne? Und die Weltquests musst du auch freischalten, indem du die normalen Aufgaben schaffst. Also wenn du die normalen Aufgaben nicht gemacht hast, dann kriegst du nicht überall Zugriff auf Weltquests. Das war bei mir so. Also ich habe es dann freigeschaltet und dann konnte ich noch wieder ein bisschen mehr machen. Das war ganz knusprig eigentlich. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwie, hier war das ganz kurios. Sieht doch wieder an. Schläft da. Demo gemacht. Bitte? Ja. Ja. Hier, nimmst du Baby von mir? Ja, das ist gut. Lohnt sich, mach das. Also sobald du die Möglichkeit hast, das zu tun, solltest du es machen. Ich habe es am Anfang nicht gemacht, weil ich erstmal nicht so richtig wusste, wie ich dahin komme natürlich. Und zum anderen, ich wollte erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Ne? Argus selber ist momentan so viel los, dass es auch nicht irgendwie überlaufen ist es nicht. Ne? Irgendwann sicherlich, ja. Aber noch nicht. Erstmal muss ich hier wieder klarkommen. Ich bin Mountjäger ein bisschen, aber nicht so krass. Also, ich habe aber gehört, dass es da so ein ziemlich bescheidenes Rätsel geben soll. Richtig durchgelesen habe ich mir das noch nicht, Manu. Muss ich passen? So, das ist ein bisschen doof. Irgendwie war das hier richtig blöd mit der Höhle. Was finden wir raus? Ich glaube, hier oben rein war das nicht. Sturzheim Königspass. Ne, da sind wir nämlich schon wieder im nächsten Gebiet. Das soll so nicht sein. Grundsätzlich Mounts, ja. Also wenn das so ein bisschen auf dem Weg liegt, ja. Dann würde ich mir die auch mitnehmen. Es sei denn, man hat jetzt wirklich sagt sich, okay, oh, scheiße, ist gerade langweilig, weil ich kein Raid, kein Equipment, keine mythische Gruppe bildet sich da. Dann kann man das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen und das mitnehmen, ne. Aber es soll wohl richtig schwer sein, wenn ich das richtig gelesen habe. So. Hier konnten wir uns nicht durchschleichen. Nee. Das war irgendwie so ein ganz blöder Höhleneingang hier. Der da unten zum Beispiel. Der war es nämlich. Knocke! So, da brat mir noch einer in Ynob. Na wehe, wenn einer das tut, dann wird er selber verspeist hier. So. Ja, das ist der nächste. Also die solltet ihr auch alle mitnehmen. Ne? Das gibt halt, wie gesagt, einen Erfolg und ist ganz schnieke eigentlich. So. In meinem Handy. Das ist noch so poliert, ne? Das jedes Mal, wenn da sich irgendwas bewegt hier, dann spiegelt das hier. So. Zack und immer drauf. Es gibt so viel zu tun in diesem Spiel, ja? Das ist der Wahnsinn. Also, das ist krass. Ich muss immer wieder. Eigentlich ziehe ich echt meinen Hut davor, ne? Weil es wirklich im Grunde genommen nie langweilig werden kann. Wenn man denn auch wirklich sich auf PvP zum Beispiel einlässt und so. So, ja, ich hab doch genug Mana.
Nee, ich muss irgendwas anderes machen. Ach, das Verteidigen müssen wir. Verteidig die Dings. Jo, aktivieren. Zack. Ah, leichteste Übung, ne? Knorke Geschichte. So, da kommen sie auch schon, die Buschermänner noch. Die bösen, vergessenen Dürster. Dürst. Es gibt, glaube ich, in der deutschen Sprache kein richtiges Wort für, dass man genug getrunken hat, oder? So, ja, genau, ich habe hier, ne, das, den guten alten Hobel da. So. Ich sag mal, ohne Handy geht, ne, aber wenn man keinen Kaffee mehr hat, dann ist das richtig kacke. So. Ach, ich muss mal mein Pad hier, zack, Akku ziehen da. Eigentlich wollte ich nur kämpfen. So, blups. Das ist wirklich, also mit der neuen Waffe, ne, das ist so krass, ist das. So. Da hinten kommen die nächsten. Stehen wir schön direkt ins Gesicht da. So, do, do, do. Ja, das habe ich mir bestellt auf Amazon und das hat Ewigkeiten gedauert. Also bis das dann mal da war, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich hatte ja erst noch die Befürchtung, dass es tatsächlich dann erst nächste Woche käme. Aber inzwischen ist da, also das ist ganz gut. So, Kel Balor. So, da fehlen nur noch vier, ne? Die anderen nehmen wir mit, wenn wir sowieso da in der richtigen Richtung sind. Also können wir hier wieder raus. Viele Erfolge, die kann man eigentlich fast auf dem Weg mitnehmen, ja? Gerade auch Sid. Das stimmt doch. Irgendwas habe ich mal dazu gehört. Aber haben sie das nicht wieder abgeschafft? Ich bin da jetzt nicht so ganz sicher. Irgendwas war da nämlich. Prost! So, die alten begrabenen Exilanten, die wollen wir jetzt mal kaputt machen hier. Schuh. Der gezielte Schuss ist etwas gewöhnungsbedürftig, ja? Was ist das? Ab 780. Eine Waffe hochknuspern ist auf jeden Fall sinnvoll, ne? Wenn das. Okay, das ist gut. Wenn das hier so. Ne, 3,2 sogar, ne? Wenn man das ein bisschen hoch levelt, die ganze Geschichte, dann können wir uns auch unsere Artefaktrelikte verstärken lassen, ja. Das ist auch ganz gut eigentlich. Denn mehr Schaden, ne, und so. Ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, glaube ich. Hat sich wahrscheinlich deswegen auch nicht durchgesetzt, ne, weil es kaum einer dann sagt oder so. So. Delü sagt das da an meinem Surface. Zusammenfassung von Windows Defender. Die Pfannenwände. So. Surama ist total toll. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. So. Surama, wunderbar. Sura. Lass mich mal ran da. So, da, do. Flugmeister. Irgendwie, die wollen mich alle zur Akatratz hinschicken, ne? Aber ich will da nicht hin. So, was haben wir denn da? Das ist hier. Ach, das ist auch eigentlich ziemlich gut zu machen. Da sind noch wieder welche. Jo, fliegen wir mal dahin. Also ich muss definitiv die zwei Questreihen da noch machen, damit ich hier halt den Ruf bekomme, ne? Ja, immer rin damit, mit dem alten Komposter, Manu. Schup. Ach, du bist mit dem Handy gerade da? Schup, tudu. So. Kabel, ne? Überall Kabel. Das ist, kennt ihr das auch? Diese 1000 Kabel, das ist der Wahnsinn, ne? So, tudu. Kabel, Kabel. Schup. Ah, ist schon nice, das Ganze. So. Ups. Ich hoffe, eines Tages hier selber mal fliegen zu können. Das ist nämlich echt müßig da, mit diesem alten Greifen-Rundflug. Das ist voll wie die schlechte Beinfreiheit, ne? Guckt euch das mal an, ne? So. Lande doch, du Tier. Wir wollen Leder haben hier. Es ist wirklich, also, ich sag mal, wenn das wem langweilig wird in WoW, ja, dann steht man nur in Stormwind. So, zack. Was haben wir da hinten? Das Erz. Das ist, ne, die dürfen wir nicht kirschen, dann werden die wieder böse. Aber das Erz nehme ich natürlich mit, ne? Ach, muss ich doch da oben hoch. Das ist ja boxig. So. Ja, was ich an Erz natürlich finde, das nehme ich gleich mal so direkt mit. Aber im Großen und Ganzen, man hat eigentlich keinen wirklichen Mangel. Ich glaube, mit Legion haben sie es sogar tatsächlich auch so gemacht, dass man jetzt hier
dieses Vorkommen sieht, es looten kann und die anderen. Wup, wup. Moinsen, mein Lieber. Na, alles klar bei dir? Grüße dich. Herzlich willkommen. Das freut auf jeden Fall. Lehne dich zurück. Wir werden verfolgt von Wölfen hier. Gibt's das, ne? Dann wird der Jäger gejagt. Der gejagte, jagende Jäger. Jagte in einem verlassenen Elfenwäldchen bösartige Möpse. So. Doch er kam zu spät. Die Disco war schon vorüber. So, jetzt bin ich im richtigen Gebiet hier. Und da kann ich mir auch hier so ein paar Fischerbäge klappbössern. Da sind sie doch. Liegt auf dem Weg, ne? Da oben ist eine Quest, deswegen wollen wir da mal hin. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Schön am Zocken jetzt hier. Gigantisch. Puder hat den Endboss auch schon besiegt. Was will man mehr? So. Sunday evening. Incoming. Ein bisschen Sura. Mein absolutes Hassgebiet, ja. So, fieberhaftes Stoßgebiet. Was ist das? Das ist bestimmt eine Kirschner-Quest. So. Da handelt die... Ach nee, das war es. Ja. Ich erinnere mich so ein bisschen dran. So, komm jetzt hier, du Tiger. Ich muss mir irgendwann nochmal ein anderes Pet holen, ja. Das Schöne ist, als Bestienjäger können wir natürlich auch so exotische Tiere haben. Das finde ich persönlich auch extrem smart eigentlich. So. Ja, sehr nice. Sehr nice. Bist du heute nicht selbst am Stream, oder? Mein Lieber. Hallo Pam. Einen wunderschönen guten Abend, meine Liebe, du. So. Knocke. Wieder mit hübscher Musik, auf jeden Fall. So muss das sein. Und jetzt wollen wir mal hier so ein bisschen das Fell über die Ohren ziehen. Hammergeil. Toll, dass ihr da seid. Mensch, das ist so episch. So, ja, okay, alles klar. Dann lehn dich zurück, mein Lieber. Und lass dich ein bisschen von mir entführen nach Suramar. Auf der Suche nach dem gigantischen Zigarettenautomaten und der Kaffeemaschine. So. Das ist gut. Ich muss mich auch gerade dieses innerliche. Hallo Jinzo Sins, moin. Ja, natürlich darfst du das sehr gerne reinschmeißen. Herzlich willkommen. Und ich spiele auf Garrosh, bin ich unterwegs. Ja, dem alten Garrosh. Ich habe damals aber auch auf der Aldor gespielt. Also Aldor und Lothar, das waren so die Server, wo ich mal unterwegs war. Das ist Knocke. Ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, dass ich keine Geräusche mache. Die Macht ist stärker in mir. Schön, dass ihr da seid. Ja, die Playlist habe ich ein bisschen erweitert. Jetzt haben wir auch noch Lindsay Sterling mit dabei. Zenbon Kazura heißt das Lied gerade. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann... Oh! Bombe! Meine Liebe, schön, dass du da bist. Die Pandas, sie tanzen. Hammergeil. Ja, Knacke. Ich sag auch mal, Bombe! Danke dir. Fast jeden Tag. Ich bin fast jeden Tag unterwegs. Ja, außer Mittwochs und Samstags, ne? Und das sind so die zwei streamfreien Tage, wo ich dann gar nicht online bin. Jo. Aber ansonsten bin ich immer unterwegs. Steffi, vielen, vielen herzlichen Dank, ja? Prösterchen auf dich, du. Allerdings immer erst ab 20.15 Uhr, so bummelig, ne? Ja, Zeitsprung heute. Heute ist ein Zeitsprung drin. Wenn die Kinder dann im Bett sind, dann fange ich meistens an. Oder ich... Das ist, wie erklärt man das? Also die Kinder kommen ins Bett, dann habe ich noch so eine... Nee, Dekadenzstunde wäre falsch. So eine Zeit dazwischen, wo ich dann zwischen dem Stream und dem zu Bett bringen halt Dinge erledige. Ne? Aber heute steht nichts weiter an und deswegen bin ich da unterwegs. Ja, definitiv. Und Steffi, ich hole ihn nachher nochmal. Ne? Ja, ich habe die aufgegessen, Manu. Tut mir ja leid. Verspeist. Ja, das war schnuffig heute. Das ist ja wieder in der Badewanne da. So am Planschen gewesen. Total geil. Ich könnte ihn ja immer fressen. Ne? Kannst doch nicht böse sein. So, das geht gar nicht. So. Na, kurz mal. Aber danach grinst er dich an und ist wieder alles gut. So. Jetzt werde ich gleich rot hier. Schuh. Ein bisschen Herz muss sein, betäubt von dem fetten Pantherschwein. So, klatsch, sagt der Pfeil. Der Schmalze. Also, ja, sehr gerne. Also bitte frag nach. Wenn du Fragen hast zu World of Warcraft, ganz, ganz wichtig, darfst du alles an Fragen stellen, was du stellen möchtest. Ja? Also ich bin jetzt nicht... Es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Und dumme Antworten sind scheiße. So.
Also da kannst du wirklich sehr gerne nachfragen. Ich weiß auch nicht alles. Also das meiste schon. Vielleicht. Glaube ich zumindest. Aber ja, wir kriegen das auf jeden Fall raus. Schup. Da ist ein Ort. Da müssen wir mal hin. Na. Steffi, herzlichen Dank nochmal. Und Zoe TV, moinsen, ich grüße dich. Ein wunderschön Knorgelsache. Herzlich willkommen. Hm. Ja, ich bin auf die Hordenseite bin ich übergewandert und hab mir gedacht, komm, dann bist du jetzt mal on the dark side of life. The life of Ynob, quasi. Moin. Die gute heißt doch Ynobhina. Oh ja. Scharfe Karneladung. So. Die haben wir jetzt mal eingesammelt hier. Habt ihr gesehen, ne? So, ja, ich habe aber auch Alichas. Also, stay cool, ne? So, ich muss hier... Ach du Scheiße, jetzt habe ich mir das angelacht. Scheiße. Ich muss hier weg. Ja, die dunkle Seite. Das ist Allianz. Nee, jetzt kriege ich gleich Ärger, wenn ich das sagen würde. Nein. Deswegen sage ich das nicht. Gnome spielen ist wie Milch in den Kaffee schütten. Scheiße, was will der denn jetzt von mir? Geh doch mal weg da. Irgendwo gibt es ja so die Startquest für dieses Gedöns. Da müssen wir mal durch hier. So, komm, der kriegt jetzt einen Pfeil ins Gesicht. Oh. Hier, geh doch mal schlafen. Er lässt sich looten, ne? Oh ja, das gibt Start in der Quest. War ja genau richtig hier. So, euer Questlog ist voll, wetten? Nee, doch nicht. Na, alles gut. Ich habe eine Todesritterin. Eine Gnomen-Todesritterin. Das ist richtig Knorke, sage ich dir. Wenn du dann da rumrennst und dir eine Feinde so wegkrabst. Hammergeil. Ich liebe das. So, so richtig mit der großen Patschehand. Denn die Kleinsten werden die Größten sein. Game of Thrones, sage ich dazu nur. Ich habe gestern, haben wir The Expanse geguckt. Alter, ist das eine geile Serie. Wenn ihr Netflix habt und ihr mögt Science Fiction, The Expanse anschauen. Definitiv. So geil. Jetzt habe ich wieder irgendwas gekriegt und Weser kriegt es nicht mit, ne? Da haben wir es doch. Wunderbar. Da ist so ein Elementarbeschwörer. Was ist das? So, können wir hier nochmal ein paar Elementare beschwören? Ist ja Knorke. Jetzt müssen wir nur den richtigen Dings finden, ne? Damit wir hier dann mal starten können. Das ist die Lay-Station. Da müssen wir tatsächlich hier an der Seite runter und genau, da können wir dann anfangen. Also, es ist relativ einfach. Jetzt schreibe ich gleich, wenn ich hier durch die Feinde durchgeritten bin. Also, ja. Wie die Expansion, sage ich immer. Das heißt die Ausdehnung auf Deutsch, aber. Oh ne, hier. Mehr Feinde für Weser. So. Vier Fäuste für ein Üno. So. Gigantisch. Reiten wir hinab ins Tal. Im Visier. Sterben wir. Wunderbar. Ach da, genau da ist sie doch. Die Mondwache. Ich muss mich mal totstellen hier. Dann kann ich das auch schreiben. Genau, danke Pam. Danke, das ist lieb. Mit dem Jäger im Moment 6,9 Millionen. Das ist aber auch, da traf alles aufeinander. Und nur ganz selten durch Stichschuss. Dann hat sich das Ganze mit 100 Fokus aufgeladen gehabt. Ich hatte das gezündet, Volltreffer, das sieht man unten rechts in der Ecke. Ja, und hier Verwunden hatte ich an, also von in Visier, da machst du Verwunden mit. Und dann war eben halt dieser Schuss mit HT noch drin und vollen Buffs. Das tat weh. So. So, die müssen wir wegschicken. Aber das sind selten, das sind seltene Schüsse. Meistens hast du so bei, ja, eine Million. Also für einen gezielten Schuss ist eine Million mit drin, aber der Schaden selber, ja gut, der ist jetzt nicht richtig, das stimmt nicht ganz. So, halt, Kämpfe gesamt, DPS, jo. Ich kann das mal zurücksetzen, da unten siehst du das ein bisschen. Womit ich wie viel Schaden machen kann, jetzt muss ich mal gucken. Ich logge mir mal einen an, ich muss sowieso kämpfen hier. So, wenn ich da jetzt draufklicke, hoppala. So, dann siehst du, wie viel Schaden was so ein bisschen macht gerade. Und wie viel K-Schaden das dann auch ist, ne? So, ein bisschen so. Jo. Sehr gerne. Also, schau dir die Serie an. Definitiv, die ist echt gut. Aber von Anfang an und durchhalten. Die erste Folge, das ist total verwirrend, aber wenn man es dann einmal geblickt hat, wie das Ganze funktioniert, wird's unendlich geil. Hoppala. Da war er wieder, der Weser-Faktor. Ich hab schon wieder was gepult da hinten. So, komm hier.
Ich bin aber auch als Treffsicherheitsjäger unterwegs. Also ich bin nicht als Beastmaster on the road. Ja, definitiv. Also schau dir das an. Die zweite Staffel ist gerade frisch rausgekommen. Die ist richtig gut. Nee, ich muss tatsächlich doch noch ein kleines Tickchen da weiter runter. Writen. Hat Writen gesagt. Oh. So. Es ist. Wichtig ist, oder die Schwierigkeit ist hier erstmal die Initialquest zu finden, ja? Die Expansion, die Ausdehnung, meine ich. So, nee. Ach, Mist, ey. Geh doch weg, ihr Möpse. Das hätte ich früher nicht gesagt, ne? Geht mal weg, ihr Möpse da. So. Da unten ist es doch. Genau, da ist auch der Start von dieser ganzen Geschichte hier. Jetzt dürfen wir da erstmal den befreien. Mal so ein bisschen. Könnt ihr das Ziel nicht angreifen? Der raged erstmal total. So. Und mein Pet ist weg. Pet ist weg. Ist doof. Komm mal raus hier. Schnapski ist wieder mit dabei. Ja, die erste Folge ist wirklich sehr verwirrend. Gerade wenn du es auf Englisch guckst, wird es dir klarer. Ich habe zuerst immer überlegt, Mensch, was meinen die mit Gürtler, ja? Bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, dass der Asteroidengürtel gemeint gewesen ist. So. Oh ja. Leystein. Ist wie eine Bleistiftmine, das will ich haben. Aber da ist es nicht. Hm. Ja gut. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch an alle neuen Zuschauer. Prösterchen. Und auch nochmal, wir sind Dual-Wield-Kaffeetrinker, ne? Prost. So. So. Der Kuhmagen, wollte ich gerade sagen. Der Expansen. Der bösartige Expansen. Sehr, sehr geile Serie. Gefällt mir persönlich, aber bitte nicht spoilern hier. Das wäre frech. Also, das wäre richtig frech. In der Anfang, zweite Staffel wird es noch richtig geil, sage ich euch. Giga-Knorke. Und ich liebe sowas, ne? Dazu noch gepaart mit so ein bisschen Realismus. Also, die können ja noch nicht das Sonnensystem verlassen. Das ist schon mal ganz knubber so. So, next Aufgabe hier. Mal wieder was zum Annehmen. Das kriegen wir hin. Das geht auch relativ schnell, also hier so das so ein bisschen fertig zu questen. Grundsätzlich in Legion jetzt momentan, wenn man sich die Frage stellt, oh, steige ich jetzt noch mit ein, will ich WoW spielen, die anderen sind ja alle soweit. Lautet meine Empfehlung auf jeden Fall. Klar, mach an die Kiste, immer ran da. So, weil, ist geil, ne? So. Uraltes Mana. Nein, ihr werdet ganz, ganz viele Mechaniken haben zum Wiederaufholen. Also man kommt immer relativ schnell wieder ran. Ich wäre auch fast Raid ready. Hier jetzt so ein bisschen Verzauberung noch reinpacken. Da 1, 2, 3 Gegenstände in dem höheren Bereich bei 920 rum. Und dann kommen wir auf jeden Fall irgendwann auf die nötige Menge an GS. Also GS ist leider so die blöde Zahl in World of Warcraft, aber im Großen und Ganzen mit ganz einfachen Mitteln kriegt man das auch geregelt, ja. So. Zur Not wird's teuer im Auktionshaus. Denn wir können auch 4 Gegenstände tragen, mit denen wir uns dann wirklich verbessern können. Und man kann aber auch auf Drops hoffen, ne? Oder eben halt viel Geld ausgeben, das geht auch. So. Also Geld meine ich jetzt Ingame Gold. Wie ihr seht, ich pull gerne mal so ein bisschen, ne? Danke, Manu. Das lieb von dir. So, echt mal, ne? Schup. Dann kannst du meine Geräusche nicht mehr hören, mein Bester. So. Ne, da hinten muss ich tatsächlich dann doch da noch hin. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken hier. Ach, ich muss das Ding dann, glaube ich, kaputt machen oder so. Also, es geht sich aus. Es ist nicht mehr so schlimm, wie es früher mal war. Das Gebiet hier, danke für den Host. Herzlichen lieben Dank. Danke sehr. Knorke Geschichte. Hallo, ich grüße dich, Marcel. Herzlich willkommen und vielen Dank für das Hosten. Yay, boah mich. Knorke. So, also wie gesagt, es ist machbar alles. Definitiv. Definitiv ins Wasser, denn dativ. So, was muss ich denn hier machen? Das Ritual ausfüllen. Was soll ich tun? Soll ich jetzt Polka tanzen? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ne? Aber. Ja, herzlichen Dank. Knorke Geschichte. Danke sehr, ja. So, komm, den müssen wir jetzt auch noch kaputt machen. Schuh.
Ja, momentan bin ich bin eher mehr so Beobachter momentan da. Aber vielen herzlichen Dank, ja. Subdru. Jetzt muss ich echt gerade mal überlegen, was ich hier tun muss. Die Dinger nicht benutzen. Das alte Gebüsch hier auch nicht. Slash tanzen. So. Nee, das geht nicht. Was gibt's da nicht? Ach da. Auf seiner Leiche tanzen. Das war ja einfach jetzt. Die Elfen, ne? Die wollen immer so spezielle Dinge haben. Ich weiß gar nicht, wieso die das so haben wollen. Aber ihr wisst ja, ne? Elfen und so sind sowieso immer ein bisschen anders. Schup. Muss ich mal überlegen. Also die Suramar-Questreihe ist eine der nervigeren Questreihen, ja, die fertig zu kriegen. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen glücklich schätzen. Es gibt aber auch Spieler, die mögen das. Also die schwören jetzt hier auf Sura. Die Dungeons selber mag ich sehr gern. Also Arcus unter Hof der Sterne, das ist schon ganz nett gemacht. Ein bisschen herausfordernder, wenn man nicht genau weiß, wie das funktioniert, weil da kann man nämlich beim zweiten Boss am Hof der Sterne richtig auf die Klappe kriegen. Und das ist mal ein anderes Konzept. Also, das finde ich auch noch doppelt geil. Da musst du so ein bisschen den Spion enttarnen, rennst da rum und darfst alle Elfen befragen in diesem Festsaal. Da gibt es so einen Ort, da muss man halt ein bisschen quatschen mit den Elfen. Und dann kriegt man da seine Infos und danach kommt dann der Boss. Also, den muss man dann freischalten. Das ist richtig cool. So. Das war der nächste. Und da oben ist jetzt noch einer dran. Oder? War das da unten drin? Entweder war es unten drin oder es war oben. Ich glaube, es war unten drin. Jo, es ist unten. Schip. Machen wir mal den alten Schildkrötenpanzer, den Vesarischen Knorge-Sache. Immer Rinder. Nach der Pause werde ich definitiv auch nochmal Ynob holen. Für alle neuen Zuschauer, damit ihr dann auch wisst, wer Ynob ist. Denn ihr sammelt Ynobs bei mir im Gaming-Channel. Ja. Wenn ihr eine Million davon habt, dann besuche ich euch persönlich. In Klammern, Nordkorea ist momentan leider nicht möglich. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt kommen die hier runter. Die Windfeder. Quest angenommen. Wundersdorf. So, ach genau, jetzt muss ich die Hippogriffen anlocken. Das Schöne ist, wenn wir jetzt hier am Questen sind, wir kriegen diese Artefaktmünzen und diese Artefaktmacht. Das brauchen wir auch. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn wir momentan unsere Waffenstufe steigern, hier jetzt gerade 58, wie ihr seht, wenn ich die auf 60 plus bringe, dann kann ich wieder was freischalten. Bei dem Netherspiegel. Oder Nethertiegel, diese Schmiede. Das ist so eine Schmiede auf, wie heißt denn dieses blöde Schiff da jetzt? Es gibt hier so ein Raumschiff, ja? Warte mal, Windikar. Auf der Windikar gibt es so ein Raumschiff. Und da kann man das dann quasi freischalten, ne? Ich kann das jetzt leider nicht zeigen, aber da rennt man dann hin und dann verstärkt man seine Waffe, ne? Das ist nochmal wieder so ein bisschen die Erweiterung dessen, was wir sowieso schon machen können, weil die ist nämlich schon so ganz knusprig, die Waffe eigentlich. So, jetzt muss ich, glaube ich, irgendwas benutzen wieder. So, ach genau, das war ja einfach. Jetzt ein bisschen den Cooldown abwarten. Der Jäger macht richtig Spaß, also wenn ihr gerade Neueinsteiger seid in World of Warcraft, zockt ruhig einen Jäger. Früher wurde da sehr, sehr viel drauf geschimpft. Inzwischen wird eher auf den Todesritter geschimpft. Alles gut. Oder ich glaube sogar auf den Dämonenjäger, ja. Das Tolle daran ist, wir sind nie alleine unterwegs. Das heißt, wir haben immer jemanden, der uns da begleitet und so soll das auch sein. Das macht schon Laune. Also der Schaden ist auch krass, was man als Jäger so an Schaden drücken kann. Grundsätzlich ist das aber mit jeder Klasse so, ja, weil keiner wird jetzt hier die 100% Rota fahren können, so dass man immer den Maximum Damage rausholt. Es gibt da ja so ein paar Listen im Internet, wo man dann sehen kann, ey, ich kann jetzt mit der Klasse so und so viel DPS erreichen, ja. Kriegt kaum einer hin. Das sind die wenigsten Spieler, ja. Aber wenn ihr natürlich, je mehr Schaden ihr macht, umso knorkiger ist die ganze Geschichte, weil ihr natürlich euren Raid auch supporten wollt. Ne? Und da gibt es so viele einfache Dinge in WoW, die man machen kann, sodass man dann auch wirklich auch auf heroisch raiden gehen könnte. Mythisch ist wieder eine andere Geschichte. Also für mythisch müsst ihr Zeit mitbringen. Zeit, noch mehr Zeit und unendlich viel mehr Zeit.
Und natürlich auch die richtige entsprechende Raid-Gruppe haben. Da fängt es dann nochmal wieder mit der richtigen Schwierigkeit an. Ansonsten ist alles bis auf HC, kann man ganz gut kriegen, wenn man eine ganz knorkige Gilde hat. Ist das auch kein Thema. So. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig nach. Wir beißen später. So. Reitet auf. Ich muss doch noch eine andere Aufgabe da abgeben. Steckt auf ein. Begrüßen auch. Jetzt muss ich auf beide darauf, oder? Toll, das ist jetzt die Qual der Wahl, ne? Jene Mene Miste, du springst jetzt auf den Hypogryphen. So, warten auf Rache, beenden, das ist gut. Es regnet, ach genau, das ist cool. Das liebe ich, ne? Also das sind so geile Aufgaben, die hier, das schockt so. Auch wenn es natürlich total stumpf ist. Selbst Tetris ist ja wahrscheinlich spannender, aber ich mag das. Sachen von oben runterschmeißen, hammergeil. Wer mag das nicht? Pups. Schwups. Ja, das haben sie auch einfacher gemacht, ne? Früher war hier so viel los, da bist du gar nicht zum Abwurf gekommen. Tja, genau. Das ist so, fertig. Es regnet tot. Ja, solange es Luigi und Mario nicht regnet, ist alles gut. Hammer. Da haben wir das geschafft. War doch dann die richtige Wahl. Jetzt ändert sich das da wieder. Steffi, lass dir bitte, bitte gut gehen. Schlaf gut, meine Liebe, ja? Du musst morgen wahrscheinlich, arbeiten, oder? Ich auch. Bockschich? Das ist nicht gut. Der Stream hat ein bisschen Delay, deswegen warte ich gerade so ein bisschen. Lass dir gut gehen, ja? Fühl dich bitte umarmt von mir. Hammer. Knorke. Prost. So. Ja, der Delay, der macht einen manchmal ein bisschen wahnsinnig hier als Streamer. Schwupp. Jetzt dürfen wir auf den alten Vogel drauf. Bibi, Pam. Moin. Schnell noch den Fernseher auf den Fernsehschrank reingeschoben, um jetzt hier The Expanse zu gucken, oder was? So. Hammerknocke. Schwupp. Wir fliegen mit einem Greifen. Denn der Himmel ist zum Greifen nah. Wunderbar. Jawohl. Fast geschafft mit dieser hübschen, tollen Aufgabe hier. Schwumpidum. Plops. Ach, herrlich. Ja, sehr nice. So muss das sein. Oh, das sind diesmal drei Aufgaben. Die gute alte Tretmine zum bösen Spiel hier, dem Magiesuchern Einheit gebieten. Jo. Kriegen wir hin. Das ist ein bisschen... Ja, jetzt dürfen wir wieder Kelle verteilen, ne? So soll das sein. Eins, zwei, aber die dritte Aufgabe, wo ist denn die jetzt hingekommen? Wahrscheinlich alles auf einmal oder so. Ja, es geht sich aus, also das ist alles machbar hier. Inzwischen sowieso auch, also da brauchen wir uns gar keine Sorgen mehr machen. Wir sind sogar so stark, wir können diese ganzen normalen Mechaniken, die jetzt hier früher mal gegriffen haben, die kann man fast schon aushebeln, ja? Also das ist... Was ist das? Wir müssen 50 Stück davon töten und wir können da einfach reinknubbern, ja? Ist jetzt nicht so, dass wir da uns irgendwo draufsetzen müssen und das dann machen. Wir können das einfach so machen. Ist jetzt nicht so schwer. So, komm, die nehmen wir mit. Oh, jetzt kriege ich doch ein bisschen Schaden hier. Aber auch sowas geht, ne? Klack, habt ihr gesehen, das ist dieser gezielte Schuss. Oder dieser überspannende, ne, Stichschuss heißt das Ding. Macht ordentlich Aua, ja? Das gefällt definitiv. Gerade als Hunter. Willst du ja auch ein bisschen huntern, ne? So. Und wir können sie looten. Es kommt noch dazu, da ist so ein Büchlein, das nehmen wir mit. Müssen sowieso ganz viele davon töten hier. Schwupp. Ja, ist meiner, ne? Jo, ist meiner. Und da drüben ist auch noch so ein Portal. Hammerknorke. So, das nehmen wir mit. Also, mir macht's Riesenspaß. Ich hab's so ein bisschen auch wiederentdeckt, ne? Weil du hast hier wirklich echt endviel zu tun. Das ist der Wahnsinn. Und wenn man sich überlegt, die ganzen alten Dungeons, Raids und so, was man dann noch alles machen kann, ja, dann wird es nie langweilig werden. So, dupdru. Wobei, manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass man wirklich in einem Add-on immer nur eine bestimmte Anzahl X an Dungeons neu hat, ja. Dass man die alten nicht auf heroisch gehen kann. Hubala, das finde ich dann manchmal ein bisschen doof. Aber naja, kannst du nicht alles haben. Leute. Schup. Da rennen sie auch wieder rum da. Die lustigen Jungs von der Tankstelle hier. So, komm mal hier da.
Oh, jetzt kommen da noch welche mit dazu. Das ist wie die Inobizei, ne? Die sind auch genauso schnell hinter euch her, wenn ihr den Tresor am Ausrauben seid. 20 haben wir schon mal. Eigentlich ist das so nicht gedacht, ja, mit der Mechanik. Ich glaube, ich kann hier mal so eine Rune hinsetzen. Explodiert das Ding gleich nochmal? So. Ach so, das ist eine Kommandantin sogar. Die alte Domtelle. Eieieiei. Ihr seht, ich benutze ganz oft meine Tasten hier, deswegen steht auch so ganz viel, es gibt nichts zum Angreifen, obwohl ich das als Lüge empfinde. Hier ist genug, was man angreifen kann, ja. So, immer drauf da. Zack, knorke Sache. Ich spiele den Jäger allerdings auch in... Hallöchen, Kai. Moinsen. Ich spiele den Jäger aber auch in allen drei Varianten, ne? Also ich spiele jetzt nicht nur ausschließlich Treffsicherheit, wenn ich merke, alles klar, das passt vom Survivability-Technik Gedöns eher nicht, dann switche ich natürlich immer mal wieder um auf Beastmaster. Hallo Quadro, moin, grüße euch zwei jetzt. Moin. So, ich muss mal auf die Uhr gucken, ah, es ist halb neun, ist dann knockig. So, der will mich auch fressen hier, die wollen mich alle fressen, ich weiß gar nicht wieso. Das geht mal gar nicht. So, aber auch das, ne? Also wenn die dicht beieinander stehen, gerade in dem alten Raid wäre das jetzt zum Beispiel fast so. Kannst du alles pullen, einmal draufschießen, alle sind tot. So. Okay. So. Den nehmen wir mit. Der Foliant. Fast geschafft hier, Sura. Also viel fehlt da nicht mehr. Die Quests geben euch natürlich auch noch Ruf. Und der ist wichtig. Also neben den Weltquests und so kann man das auf jeden Fall mit einpacken hier. So, bups, 5 noch. Ich glaube, da oben muss ich aber auch noch einmal hoch. Ja, genau, die Anthologie der Wache. Eieiei. Es ist auch immer schön, alte Inhalte dann wieder weiter mitzunehmen, ja. Also man kann die wesentlich einfacher bestreiten, weil man natürlich dementsprechend stärker ist jetzt. Es ist so ein bisschen natürlich erschlichen dann, weil man es ja nicht früher gemacht hat, aber es gibt so viele Erfolge hier, das ist so krass. So, komm, da müssen wir hoch. Hier gibt es irgendwo noch einen Eingang, wo wir auch runterkommen können. Da können wir nämlich auch noch die Quest erledigen. Dann haben wir die auch erledigt. So. Irgendwo geht's hier rein. Schmuck. Zap. Abgeschlossen. So soll das sein. Das ist ein bisschen verwirrend. Also ich verwirre mich dadurch immer selber, ja, weil ich genau weiß, irgendwo geht's hier runter und irgendwo kriegt man das dann auch freigeschaltet, aber diesen Eingang erstmal zu finden, ja, das kann einen dann schon mal ein bisschen fuchsig machen. So. Drei Quests erledigt, wunderbar. Wieder was erhalten. Und selbst wenn es nur Gold gibt, das ist immer schon mal eine feine Geschichte. So, angesichts der großen Menge, die wir an Artefaktmacht benötigen inzwischen, sind so 27 Millionen ja eigentlich eher witzhaft. Kleinvieh macht Mist, gerade hier in Sura, glaubt's mir. So, was haben wir da oben? Jo, sucht nach dem Sternenweber. Ich glaube, ich muss da unten rein. Ich bin da mal fast sicher. Ne? Da war nämlich irgendwas. So, komm. Ach, nö. Ich muss mal rauslaufen hier. Ich will die nämlich auf jeden Fall mitnehmen. So, die verfolgen mich natürlich jetzt. Die Schweinebacken. Ich bin der Meinung, dass hier unter der Brücke irgendwas war. Kann man ja auch ein bisschen... Ich will da nicht runterspringen, wenn es nicht Not tut. Aber wir werden da runterspringen müssen, ne? Axt! Komm ich da rüber? Platsch. Nein! Doch, falsch geguckt. Heieiei. Aber irgendwer hat hier mal unter der Brücke geschlafen. So. Schade, dass man da nichts plündern kann. Ne, dann lag ich doch komplett falsch. Vielleicht komme ich da hinten wieder hoch. Also das Questgebiet hier ist wirklich tatsächlich echt gewaltig, ja. Es wird nie langweilig. Und ach, da unten ist es. Nein. Ach, überlebt. Da unten ist der Eingang, ne? Dann hole ich mir das jetzt natürlich.
Aber ich würde es mitnehmen. Also definitiv. Gerade was sie jetzt mit den Add-ons sowieso gemacht haben, diese Geschichtsfortschritte hier, das total klasse ist. Das gerade auch im Alten zum Beispiel kann man das sehen. Ne, Nordend nicht. Aber wo war denn das Alte noch? Hier, im Draenor. Gibt es das da nicht? Aber da. Da gibt es dasselbe, ne? Jetzt siehst du hier Spitzen von Arrak. Oder Nagran, da habe ich noch gar nichts gemacht. Ach du Schande, da fehlt mir auch noch was. Ja, da gibt's sowieso nichts. Da fehlt mir auch noch was. Und da geht's auch nicht hier. Unendlich viel zu tun. So. Ja, dann hat sich der Sprung darunter wenigstens gelohnt. So, was ist das da hinten? Eine Ratte. Der alte Streune. Was ich hier irgendwann auch nochmal austesten werde, ist, es gibt hier noch eine andere Möglichkeit, sein Talent zu verteilen auf gekonnter Schuss, ja, das ist bestimmt auch ziemlich cool. Zielsuchgeschosse habe ich ausprobiert, ich sag nur, das ist die Katastrophe, wenn man die Dinger benutzt, in einem Raid oder so, das ist übel. So, irgendwas abgebrochenes. Jetzt sag nicht, ich muss mir irgendwas kaufen, oh den Scheiße. So. Alte Leder-Schlüssel. Das ist ja irgendwo auf dem Boden. Jo. Wurde hin fortgeschleppt, ne? Eieiei. Also sie machen sich da echt Gedanken drüber, über das Spiel. Also Blizzard lässt das, hält das schon hoch, ne? Wenn man sich überlegt, fast 15 Jahre jetzt inzwischen. Das ist schon krass. So, die lassen sich immer was einfallen. Glücklicherweise hat es sich auch ein bisschen gewandelt. Also es ist nicht mehr so casual-feindlich, ja. Und früher war es ja wirklich casual-feindlich. Also da bist du ja gar nicht mehr hinterhergekommen, wenn dann irgendwas gewesen ist. So, wenn man dann mal 3 Wochen nicht gespielt hat oder so, dann war man equipment-technisch schon wieder relativ weit hinten. So. So, der ist Buggy da hinten. Der steckt im Kinderwagen fest. So. Irgendwo lag die Schüssel hier rum. Das ist bestimmt ganz in meiner Nähe. Ich habe es immer wieder nicht gesehen. Eigentlich nicht. Es war nämlich hier irgendwie ganz doof zu sehen. Ja, das ist der. Hm. Wupp. Also man stirbt nicht sofort, wenn man dann auch mal was ohne sein Pad pullt. Nö. Pullt Pad, die ganze Geschichte. Eieiei. Da brat mir einer einen Leylinienstreuner. Das ist ein bisschen blöd. Wo ist die Satellitenschüssel hier? Gibt's doch nicht. Ich hab doch bestimmt irgend so einen Gnom wieder versteckt, oder was? So. Streuner, Reune. Nicht. Liegt das Scheißding. So, uraltes Mana. Das ist natürlich ganz nett, um ein bisschen Leder abzustauben hier. So. Optisch ist das eigentlich, kann man fast sagen, fast eine Wucht, ne? Was sie aus so einer alten Engine da noch rauskitzeln, das ist schon krank. So. Auf 4K sieht es auch sehr nett aus. So. Ich bin da bestimmt schon 3-mal dran vorbeigelaufen, ne? Nee, warte, das war draußen. Die war draußen irgendwo, genau. Ich erinnere mich. Komm, da gehen wir mal raus. Da wollen wir mal den alten Troll schnabulieren, ne? Das war eine der wenigen, wo man dann wieder rauslaufen darf. Und da kann man auch lange suchen. Prost. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an der neuen Zuschauer. Seid gegrüßt. Ja, einen wunderbaren Valkort. Grüße dich. Herzlich willkommen, mein Lieber. So. Ich brauche den Troll. Denn dieser Troll hat die Satellitenschüssel geklaut. Das ist nicht gut. So. Ich glaube, dass ganz früher
als man in Sturmwind immer, oder in Ironforge hieß es damals, oder in Orgrimmar rumgestanden hat, das war fast so eine kleine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Wenn man heutzutage guckt, an der Bushaltestelle steht auch jeder einfach nur rum, ne? So, warum los? Ich weiß ja nicht. Bis der nächste Instanzbus kommt. Und dann kann man noch weitermachen. So, genau, das ist nämlich hier der Krawumpel-Schumpfkracher. Krawumpel kriegt jetzt hier mal erstmal einen zwischen die Rübe dann. So, Verwunden rein, das Ganze und instant tot. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Schaden das gerade gemacht hat, aber es war auf jeden Fall nicht wenig. So, plops. Wunderbar, jetzt haben wir den kaputt geknuspert. Können wir die Satellitenschüsse hier mal wieder ranspaxen, ne? Ich habe in meiner ersten Ausbildung, oh, da war das mal so kalt, da ist mir, das gibt ja so L-förmige Masten, ja, für Satellitenanlagen. Ich habe da immer Satellitenanlagen angebaut, an die Häuser und so. Und das war so kalt, dass das Ding in der Hand festgefroren ist, ja. Da saßen wir noch, wir haben so einen mobilen Elektroföhn gehabt, da haben wir dann meine Hand da wieder locker von gemacht. Ey, das war krass. Schön mitten im Schneegestöber so eine Satellitenschüssel an die Wand ran spaxen. Ja. Hätte sich am Bohrer wärmen können. Zack. Die Mondwisperschlucht, jawoll. Try fehlen noch. Gibt 75 Ruf jedes Mal. Mal 10, das Ganze 750 incoming. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Die alte Mieze. Und die brauchen wir jetzt. Tipp-tü-tü. Ja, und 81,1 Mille Arti macht, ne? So, das ist immer gut. Befreien wir das Biest in unserer Artefaktwaffe. Später. In 1,7 Millionen Punkten. So. Ich war wirklich überrascht, als das Add-on rauskam. Also, dass der neue Patch vom Add-on, dass das dann doch auf einmal nächsten Tag, bups, du hast 8 Millionen Artefaktmacht erhalten. War das jetzt ein Bug? Ist das ein Exploit oder was ist das? Nee, dann hat man sich doch dran gewöhnt. Schade eigentlich. Die Zahlen sind ein bisschen zu groß für meinen Geschmack. So. Ja, und dann kommen wir auch wieder hoch. Da hinten können wir über die Brücke rüber. Bene Best, passt doch. Das Gute ist, dann haben wir nämlich dort, an dieser Stelle hier, auch in dieser Festung gleich alles erledigt. Dann müssen wir hier nicht nochmal wieder hin. Dann dürfen wir nur in den Außenposten kuscheln mich. Till Anor. Böse Gedanken, so. Didi. Da müssen wir jetzt mal schnell dran vorbei. Zack. Oh, die wollen mich fressen. Ja, genau. Geht doch mal weg, ihr Dämonen. Ich habe den Schildkrötenpanzer mit den echt 358 Knupperecken. Scheiße, es wird nicht besser, ne? Ich muss ja weg. So, jetzt ist das Ding auch noch kaputt. Das ist blöd. Eieiei, nicht gut. Vor allem, ich reite mich hier gerade irgendwie weiter in die Scheiße. So, da muss ich mich jetzt ein bisschen durchschleichen, ne? Könnte sein... Oh, das ist gut. Hey, Sunshine! Moinsen, grüße dich! So, komm, die können wir auch benutzen. Ja, sehr nice. Genauso soll das sein. Die sind gigantisch böse, aber ich glaube, das kostet... Nee, kostet kein Dings. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Sei gegrüßt, mein Lieber. So. Ja, sehr nice. Die bösartigen Greifen. Ich habe Mordhorst gerade gelesen, ja. Schön, dass ihr da seid. Prost. Das Sternweber Sanktum. Da sind so ein paar Arkan-Anomalien unterwegs, ja. Weiß gar nicht, was die hier wollen. Ja, komm. 3 Sekunden noch. Bis dahin sind wir dann noch schon da, dann lohnt sich das nicht mehr. So, doch, schnell durch hier. Das ist ganz nett eigentlich gemacht. Das ist ein nettes Feature, dass man da sich jetzt nicht ständig durchprügeln muss. Können muss. Momentan nicht. Ich bin übersättigt, wirklich. Ich weiß nicht wieso. Ja, weil ich zu viel gespielt habe, ne? Ganz klar. Aber ich habe mehrfach das auch schon angehabt, so mal unter der Hand. Und irgendwie bin ich... Kennst du selber, ne? Vielleicht, ich denke mal... Machst das Spiel an und dann denkst du dir im nächsten Moment, nee, komm, ich muss was anderes spielen. So, Hammett Nessingberry hat eine neue Stufe erreicht. Hammergeil. Schup. Aber
ich werde es noch weiterspielen, also es ist nicht weg. Ich hab sogar noch meinen EVE Online-Account, ja. Und wenn ich den wieder anmache, dann bringt meine Frau mich um. So, wenn ich irgendwann mal verschwunden bin, dann habe ich EVE Online gespielt. Da habe ich es wirklich übertrieben. Also, als Fleet Commander unterwegs zu sein, ist dann sehr zeitaufwendig. So. Ja, prinzipiell geht es mir persönlich auch eher mehr um Stream an sich, ja. Ich habe auch schon überlegt, eigentlich müsste ich mal so ein Singleplayer-Game von A bis Z mal durchspielen, ja. Also so richtig durchspielen. Nicht nur sagen, okay, jetzt hier mal ein oder zwei Streams pro Woche, sondern wirklich das Zeug anfangen und mit den Achievements dann durchzocken. So. Das ist halt die Qual der Wahl, ne? So. Spuk. Aber ich bin so ein bisschen auch MMO-lastig, grundsätzlich. Also bezogen auf, ja, die ESO, Final Fantasy, WoW, solche Dinge. Ach, die schießen die ganze Zeit auf mich da. Kommt mal her hier, meine Lieben. Ja, EVE ist Arbeit. Und gerade wenn du als Industrial unterwegs bist, als ja, Produzent, da bist du ewig mit bei. Und wenn du als Fleet Commander unterwegs bist, bist du 3 Ewigkeiten länger unterwegs. Dann kannst du die ganze Zeit Intel, dann hast du 8 verschiedene Sprachkanäle und so ein Zeug. Da musst du erstmal. Das kann man auch nicht streamen. Also das ist so krass. So, komm, den knuspern wir weg. Ne, ich habe ein bisschen auch für mich persönlich entschieden auch, weil ich wirklich teilweise dann da saß und mir gedacht habe, ja, jetzt musst du, ne? Jetzt musst du das Spiel spielen. Und aber so soll, also natürlich muss ein bisschen Verlässlichkeit da sein, ganz klar, ne? Aber ich muss auch was spielen, was mir Spaß macht. Anders würde ich jetzt sagen, ja, ich habe sehr viel gemeinert. Ich habe aber alles gemacht in EVE. Also ich bin im 0-0 unterwegs gewesen. Es soll dem Streamer Spaß machen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man dazu sagen kann, oder? Man kommt irgendwann so an so einen Punkt, wo man natürlich das versucht, jedem recht machen zu wollen, aber das funktioniert nicht. Muss ich leider so sagen. So leid mir das tut. Was jetzt ESO zum Beispiel angeht, ja. Also ich bin ja auch nicht der Einzige. Ich glaube, der Space Goat, der ist momentan auch gar nicht mehr in ESO, so richtig nicht unterwegs. Ja. Man ist da nicht vorgefeit, ne? So ein bisschen. Und ich muss auch sagen, dass wirklich das einzige Spiel, was ich seit über einer Dekade spiele, ist WoW. Ja. Wie muss ich eigentlich? Ich muss die überladen, ne? Guten Abend, Sales. Herzlich willkommen. Grüße dich. Moin. Schub. Das liest er gern, der Weser. So. Irgendwas muss ich überladen hier, ne? Ich glaube, das sind nur die Dinger. Kann ich das so schon mal? Benötigt Mana-Fokussierung. Das war auch irgendwie. Das ist genau für Wesers gemacht. Ach genau, doch, ich glaube hier reinstellen. Und dann kann ich den Beschwörer benutzen. Nee, doch nicht. Schön, dass du da bist, Sales. Herzlich willkommen, ja. Yay! Schub den alten Beschwörer, aber irgendwie. Ah, genau. Das war doch mal knusprig jetzt. Zerplatzt den alten Jungen da. Ah, nee, das funktioniert jetzt nicht. Das Schlimme ist, ich weiß gerade gar nicht so richtig, was ich gemacht habe. Scheiße. So, na komm, hier. Da mal drauf. Ja, das ist Knorke auf jeden Fall. Das ist Giga-Knorke. Wie gesagt, ich bin immer noch die Person. Also, ich bin immer noch der Meinung, das ist keine Selbstverständlichkeit. Auf gar keinen Fall. So. Ja, The Just. Herzlich willkommen. Ich grüße dich. Moin, Zen. Knorke. Hammer. Yay. So. Giga. Ja. Prost. Ihr seht gerade, ich kriege morgen wieder Muskelkater. Schön, dass ihr da seid. Nein, das ist wirklich gigantisch. Was habe ich da denn jetzt gekriegt? Ach. 840. Na gut. Früher hätte man sich den Arsch abgefallen. Achso, das ist Porn. Ist Platte, ne?
Platte. Die alte Platte. Gigantisch. Nein, das ist wirklich so. Aber es muss, der Streamer, also das ist jetzt so meine Erfahrung, da muss es einem wirklich Spaß machen. Ne? Wenn du merkst, dass das gar nicht funktioniert und dass du etwas spielst, wo du gar keine Lust drauf hast, dann kommst du. Funktioniert nicht. Also ich für meinen Teil leg dann, glaube ich, eine extrem miese Performance hin. Und das finde ich dann persönlich ein bisschen schade, wisst ihr? So, komm jetzt hier. Der Mana Geist Schwubbelinator, das funktioniert nicht so ganz. Was ist denn da nicht richtig? So. Das Dumme ist nur, die sterben so schnell. So. Klops. So. Machen wir mal das, was ein Mann sonst nie tut. Die Bedienungsanleitung lesen. So. Ein wenig Hilfe könnte ich gebrauchen, Beschwörung. Jo. Ach so, doch, muss ich dann wirklich mich da reinstellen. Das war doch richtig. Hey, denn ein ungültiges Ziel? Der ist gültig. Ja, easy mode. Schip. Ja, das ist so nice. Also, das ist wirklich gigantisch geil, ist das. Hammer. Ich hätte damit auch nie gerechnet. Ich bin ja jetzt nicht mal ein Jahr dabei und das ist so, so krass, ja. Wenn ich auf der Arbeit davon so ein bisschen erzähle, ne, dann erzähle ich immer, dass das gigantisch geil ist. Ist es ja auch, ne? Ja, ein bisschen nicht. Also ich bin aber auch keiner, der raiden geht. Also ich habe das für mich abgeschlossen, so Raid-Geschichten. Raid Bedtime Stories, das geht nicht, dann kriege ich Ärger zu Hause. Und das ist sowieso schon meine Frau, dass sie das so mitmacht, das finde ich gigantisch, ja. Zap. Ja. Ich bin aber noch natürlich im Besitz meiner Accounts. Also ich habe alle Spiele, die ich seit Ultimo benutze oder spiele, die habe ich immer in der Hinterhand. Also ich könnte zum Beispiel auch, ich habe heute mit Manu mal über EVE Online geredet, weil ich gesehen habe, dass das gespielt hat und ja, kommen Erinnerungen hoch, ne? Aber nein, das ist von der Zeit her. Die Zeit wäre gar nicht mehr da. So, ich muss da tatsächlich jetzt einmal komplett außenrum. Was haben die denn jetzt? Das ist ja nicht knusper. Nein, 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 nein. Ja, da müssen wir einmal außenrum. Axt im Walde. Das ist so ein Greifentaxi, total geil, ne? Schüpp. So. Und ich muss sagen, es hat mich ein bisschen... Och, nö, ernsthaft? Oh, scheiß Mobs, ey. Es hat mich ein bisschen auch wieder zurückgezogen zu dem Drei-Buchstaben-Spiel. Ich musste mir das angucken. So. Herrlich. Und da kommen immer mehr Maps. Ach, wie schön wäre das früher gewesen. Nein, hier müssen wir hinfort. Ich hasse das, ne? Wenn die einen stunnen oder so. So, komm, hier die Schildkröte an. Das Miese ist, ich bin immer noch gestunert. Jetzt muss ich mal hier weg hier. Das hasse ich. Ich hasse Superman. Also das ist, sieht man, glaube ich, auch gerade in meinem Gesicht. Das ist so nervig, sowas, wenn da nur Maps sind. Und du da nicht richtig dran vorbeikommst. Du aber eigentlich gar nicht gegen die kämpfen willst, weil das total Zeitverschwendung ist. So, komm. Machen wir mal die Nummer. So. Di-di-di-di-di. Und persönlich, ich bin natürlich auch eine ehrliche Haut. Eine weitere Sache stört mich extrem an Teso. Und finde ich auch dem Spiel gegenüber total ungerechtfertigt. Weil das ist ein gutes Spiel, ohne Frage. Teso ist wirklich gut, ja. Also wenn ihr noch richtig gute Story-MMO spielen wollt, The Elder Scrolls Online. Aber ESO war immer gut, also, oder Elder Scrolls war schon immer gigantisch. Wie kann es sein, dass so ein tolles Spiel abends 600 Zuschauer hat, international auf Twitch? Verstehe ich nicht, überhaupt nicht. Weil Teso ist wirklich genial. So. Ach, jetzt kommen die Maps hier. Kommt mal her hier. Tschüpp.
Der Grundgedanke ist so ein bisschen halt größer zu werden, auch auf Twitch, ne? Weil ich muss ehrlich sagen, das Streamen selber ist Arbeit. Also das ist nicht, das unterschätzt man. Man sagt sich am Anfang, hey, ja, bei Gott, oh ja, du hast so recht. Man setzt sich dahin und denkt sich im ersten Moment, okay, hey, ich mach das just for fun. Aber wenn man das dann 5 Tage in der Woche macht, ich hab's am Anfang 6 Tage gemacht, das zehrt. Aber es ist geil. Leider geil. So, den haben wir kaputt gemacht. Und jetzt haben wir hier auch noch genau das gekriegt, was wir haben wollten. Den alten Konstrukteursmanipulator. Wenn dass ich jetzt wieder... Oh, das ist so arschig, ne? Jetzt darf ich da schon wieder unten hin. Ja. Portal zur Hauptstadt. Wie du schon sagst, es ist für Masochisten. Sowas von. Ich hasse es. Aber kennt ihr das, das ist so Hassliebe, ne? So kann man das am besten betiteln. Das ist so ein bisschen so eine Hassliebe. Wenn du es nicht fertig hast, dann willst du weiterspielen. Du willst es einfach, weil du weißt, dass du es willst. Immer drauf da. Und ich bin schon wieder von diesem scheiß Gaul runtergeholt worden, Alter. Verpisst euch, ihr blöden Möpse. Schup. Nee, musst Boss. Boss ist für Boss und Raub musst du eingeben. Den guten alten Raub und eine Zahl dahinter. Ich gebe es dir gleich gerne einmal ein, aber ich habe hier gerade so ein paar Elfen, die wollen mit mir kuscheln hier. Die alten Nachtschleicher da. So, komm. Da brauche ich mich jetzt, glaube ich, gerade gar nicht. Ach komm, wir waren es. Ja, wieder in einem Kampf. Tada, tada, Surama ist wunderbar. Jawohl, super, klasse, toll. Voll bepackt mit ganz vielen Elfen, die die Straße unsicher machen. Hinüber über diese Brücke. Und singen kann er auch nicht. Schön, dass ihr da seid. Ja, Boss ist cool. Boss ist auf jeden Fall mal eine geile Geschichte. Mm. Beware of the Znob. Den guten alten. Das ist der Antibruder von Ynob. Nach der Pause werde ich Ynob mitbringen. Dann werdet ihr auf jeden Fall, ihr als, also die neuen Zuschauer unter euch, werden dann mal sehen, wer Ynob ist. Ynob ist total Knorke. So. Sowas. So. Kann ich, ja, ich kann mich reiten. So. Ach, da hinten muss ich hoch, ne? Schnell mal am Brunnen da vorbei. Sieht so aus, als wenn die da reinpinkeln, die Elfen. So. Hinauf. Jo. Also, Surama ist schon krass, das Gebiet. Also, da haben sie wirklich ein bisschen das härter gemacht, ne? Früher, wo es noch nicht diesen ganzen Kram gegeben hat hier, den man jetzt so trägt, war das richtig für Masochisten gedacht, ja. Das war richtig übel. So, 2 Quests fertig, die nächste angenommen. Und da hinten ist auch noch eine Aufgabe. Ja, das brauchen wir sowieso, weil das ist nämlich unser Ticket wieder in die Mitte. Und also in die Mitte zu dem Ort hier, dass wir uns da runterporten können. Hier bei, wie heißen die? Bei Meridil. Meridil, Merida, die alte. Wunderbar. So. Was haben wir denn hier noch? Ja, das 200 Mana, das nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, aber ich kann immer noch nicht mehr tragen. Ne, immer noch 1600. So. Ne, ich bin bereit, ist nicht so gut. Das muss ich mal überlegen. Oh ja, sehr nice. So, wir machen jetzt an dieser kleinen kurzen Stelle mal ein kleines Päuschen. Jetzt habe ich mich hier gerade mal in Surama in Sicherheit gebracht. Ich liebe Surama, das ist so toll. Ihr könnt das direkt in meinem Gesicht sehen, wie toll ich das finde. Nein, nach der Pause bringe ich Ynob mit, dann werdet ihr neuen Zuschauer auch mal den YNOP sehen, den guten alten Knochenmeister. Dann geht's hier los. Und wir machen die 2 Questreihen erstmal fertig. Also das sind wirklich die. Das ist das längste in Sura. Also man muss da wirklich sich wirklich durch masochistisieren. Dann klappt das. Ich wollte gerade fast schon greifen. Ich dachte, da liegt Tesorli, aber Tesorli liegt da nicht, da liegt Körnerkisli. So, kurze Pause, 5 Minuten. Ich bin gleich wieder für euch da. Stay tuned. Bis gleich.
So mit O. Da sind wir wieder da. Wunderbar. Knorke sagt. Ach Mist, jetzt habe ich. Jetzt habe ich Ünop vergessen. Aber ich zeige euch mal den Mini-Ünop. Also, das ist Ünops kleine Kompagnon. So Knorke, ne? Guckt euch das an. Total klasse. Upala, da fällt er um. Hat zu wenig Kaffee gehabt, der Kleine. Das ist ein Ünop. So sehen die aus, die ihr sammelt. Hammer süß, ne? Knorke Sache. Da ist der Kleine. Und der begleitet uns auf jedem Abenteuer hier. Und ja, wunderbar. Wollen wir mal weitermachen? Ich melde mich jetzt mal parallel auch zu einem Dungeon an, damit wir natürlich auch mal ein bisschen Dungeon-Action kriegen. Es gibt hier, ja, den Dungeon-Browser, das kennt ihr. Tanks und Heiler sind sehr gerne gesucht dort. Das liegt wahrscheinlich daran, dass heute Sonntag ist und alle Raiden sind. Wie das denn so ist. So, wir melden uns trotzdem, es dauert ein bisschen länger. Ist ein Random Dungeon wegen der 108 Millionen, ne? Deswegen machen wir den jetzt mal mit. So, lasst uns hier verschwinden. Ich bin bright. Ich bin bright, sagt er. So. Verlass die Festung, ja. Genau, jetzt reden die erstmal so ein bisschen da, ne? Die Festung ist verloren. Oh je, Mini. Ich könnte mich da einreihen, ne? Wenn sie ein bisschen größer wäre. Das, was ich so richtig krass finde, ist das Transmog-System. Es gibt ja so viele Gegenstände, die man kriegen kann hier in dem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Kann man alles fertig machen. Da gibt es hier so Shift P, während die da jetzt am Reden sind, kann man sich halt gut ausstatten. Ne? Gibt hier ein bisschen auch noch, oh ja, die Nachtfestung. Hier so Sets, wie ihr sehen könnt. Kann man sich dann zurecht basteln. Oder auch sowas. Das sind so diese alten Sets aus den alten Dungeons. PvP ist auch ein bisschen was mit dabei. Gibt sowas dann hier. Das sieht zum Beispiel auch sehr cool aus. Das ist schon der Wahnsinn. Des Riesenjägers, ja, da war mal was. So. Schup. Ja, der Manu. Ach, mein lieber Huhu Manu. So. Horde ist cool. Deswegen. Hammergeil. Horde. Die Horde rennt. So, jetzt habe ich die Quests. Achso, genau, das versteckt da unter so ein bisschen. Da können wir jetzt unten reinlaufen. Den Eingang zu finden, das ist immer nicht so ganz einfach. Ich verwechsel das auch immer andauernd. Da ist es, da müssen wir rein. Hammergeil. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch an alle neuen Zuschauer. Einen wunderschönen guten Abend hier aus der Vesarius Gaming Stube. So soll das sein. Angeln habe ich auch gesagt, machen wir, ne? Das überlege ich mir doch nochmal. So, Runenschuppenkoi sollen wir angeln hier. Muss ich mal schauen. Irgendwo konnte man hier dann doch die Quest noch abgeben. So. Das Schöne ist, wenn wir die nähren, die Verrückten da, dann. So, wunderbar, wieder ein Abschnitt fertig. Zwei fehlen noch. Zwei noch. Dann kriegen wir auch Ruf. Und den brauchen wir. Also wir brauchen hier richtig viel Ruf. Das ist leider ein bisschen doof, ja. Hallo Rin, moinsen. Na du? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, Sura, ne? Fast alles überstanden hier. Den alten Waldreus, komm, gib mal her, nimm mal an da. Hier kriegen wir noch Leylinien-Lehrling. Warte mal, was war das denn noch? Sprecht mit Waldruis. Ach, mit dem sollen wir reden. Haben wir sogar schon gemacht, ne? Ach, geht das schnell. Pling, sagt das. Leylinien-Kenntnisse. Haben wir auch schon gemacht. Ach Mensch, das geht ja schnell hier. Zack, zack, fertig. Das Ganze. Wunderbar. Nehmen wir das mal mit. So. Ihr habt immer, es ist in WoW immer so ein volles Questlog. Fast immer. So. Der Arkus, die Falanar-Tiefen. Achso, genau, das sind diese anderen Lay-Gebiete, die ich noch machen muss. Das sind die Flüchtlinge und da oben der gedankenverlorene Ratgeber. Das ist ein bisschen tricky, das ist auch wieder so eine Rätselquest da oben. Da müssen wir nämlich so ein altes Labor auseinanderprügeln. Es ist, glaube ich, eine der kürzeren Reihen, die wir machen müssen. Und hier seht ihr schon Runenschuppenkoi. Das ist das Ding, wo wir denn da angeln können. Ne? Das ist, solche Quests sind immer ein bisschen doof, aber ist tatsächlich so, dass die halt natürlich auch Ruf bringen. Ne? Und Ruf ist, wie gesagt, das, was hier auch ein bisschen ausbremst. Also ich bin jetzt fast auf 12k hoch. Grundsätzlich würde ich immer erst alle Aufgaben erledigen und wenn ihr die Aufgaben erledigt habt, die es so zu erledigen gibt oder die, so, die man machen kann,
Danach würde ich erst diese Rufgegenstände sammeln, ne? So Weltquests machen, das kann man auch parallel dazu machen, hier in dem Fall. Aber in der Regel solltet ihr erstmal alles stumpf durchquesten, was euch so vor die Questflinte kommt und auch läuft, ja? So. Und dann erst anfangen, irgendwelche Rufgegenstände zu verwenden, weil sonst, ja, sonst dauert es ewig, ne? So, hoch hier. Hier müssen wir mal hochreiten, da oben. Oh, das wäre knusprig. Hammergeil. So, es sind auch nicht so schwer, die Aufgaben hier. Wachen und Dämonen angreifen, es geht relativ schnell. Gefangene befreien. Gruselige Kriecher, ich glaube, die könnte man auch noch machen. Die Nachtfestung, gruselige Kriecher. Wen müssen wir da töten? Karzun. Komm, dann melden wir uns mal für mit an. Dann haben wir das. Dungeons, Schlachtzüge, Browser. Gudan. Ich dachte, wir sollten Karzun töten. Ist ja toll. Hallo Bob, herzlich willkommen, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Moinsen. Knorke Sache. Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht euch gut. So, da steht Nachtfestung dran, aber das lügt uns an hier. Das ist ein bisschen blöd, ne? Gruselige Kriecher. Na, das kann man nicht direkt sehen, leider. Na gut, da unten ist noch eine Aufgabe. So, nein. Knapp. So. Flussmähnenstamm. Ja, das ist nur eine Seitenquest. Das ist nicht. Das ist keine Quest, die für die Kampagne wichtig ist. Jo. Sonntagabend, wunderbar. Nächste Woche wird wieder etwas länger gehen bei mir. Das heißt, ich muss mal gucken. Nächste Woche kann das durchaus möglich sein, dass ich auch wieder erst so 20, 30 online bin. Haltet einfach die Augen offen. Ich freue mich drauf. Das kriegen wir schon zurecht. So, nee, können wir die doch hier kaputt machen. Das ist ja wunderbar. So, zack, kaputt. Nehmen wir die mit. Die Schädis hier. Die Bösartigen. So. Ja, die wollen nicht so ganz, ne? So. Vielleicht. Nee. Ah, es ist so eine Drop-Geschichte, ne? Die haben keine Schuppen. Die sieht nur so aus. Die sind aus Papier. So. Ups. Schade. 7 Stück müssen wir noch sammeln, ne? Das sind Aufgaben, die mag ich persönlich nicht an World of Warcraft. Wenn wir da wirklich irgendwas sammeln sollen oder so, das ist immer doof. So, ah, eine haben wir schon mal. Schup. Mal schauen. Oh, das geht sogar doch relativ schnell. Trotz dessen, dass da drinnen stand, Heiler und Tanks kriegen hier bessere Beute. Naja, wir gucken mal. Wunderbest. So. Jetzt muss ich mal grübeln. War ich hier unten schon drin? Ich glaube. Doch, hier war ich schon drin. Ja, hier waren wir schon drin. Ja, wunderbar. Zufälliger Dungeon. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Nehmen wir mit. Und ich bin gespannt, wo wir landen werden. So, Knurren kommt aus. Ja, jetzt kann ich das gerade nicht ausschalten. Das mache ich immer aus als DD. Das ist nicht so freundlich, wenn die Tanks da ständig sich damit rumärgern müssen. Ja, da kommen wir nicht mehr hoch. Auch nicht, ne? Dann müssen wir doch den großen Weg außen rumlaufen. Ei, ärgerlich. Na gut. Fliegen. Ah ja, habe ich schon erwähnt. Fliegen wäre so geil. So. Zack. Vielleicht hier hinten. Nö, einer hat abgelehnt. Ja, zu lange AFK gewesen. Das wird mich ja ärgern als Heiler, ne? Das als DD ärgert es mich auch immer schon so ein bisschen. So. Genau, dann können wir hier hoch. Also die Quest da mit diesen Schildkrötenschuppen, das kann man mal so machen, wenn man zwischendrin ist, ne? Wenn man da mal so ein bisschen zwischendrin da vorbeikommt. Story. Also primär geht es mir wirklich darum, diese Geschichte hier fertig zu kriegen, weil das tatsächlich zu diesem einen Erfolg mit dazu gehört, dass wir den Meister der Lehren von Legion bekommen. Langwierige Geschichte, gerade so Ramar, aber da muss man dann durch. So.
So schick das Gebiet auch aussieht, so sadistisch ist es auch. Hammer. Gucken. Ja, Heiler, ne? Heiler ist das Problem. So. Da. Da müssen wir hin. Da drin, da. Da sitzt er. Sie. Er. Ja, das kann man nicht so genau sehen. Schwupp. Ja, ich hab's mir gedacht, dass ich die auch töten muss. So. Das war schon mal die erste Kralle. Pünktlich zum Questbeginn kommt der Dungeon. Ich hoffe, dass wir ein cooles kriegen. Das ist ja immer random, ist ja immer so ein bisschen doof. So, komm, Knurren mache ich schon mal aus. Oh ja, das ist cool. Das ist, glaube ich, dieses, wo wir in die Hölle kommen. In die Wikingerhölle, ja? So, ach nee, doch nicht, das ist das Blöde. Prost, aber trotzdem. Mein Lieblingsdungeon. So. Ja, die rennen alle da hinten lang. Das wird mal wieder so ein bisschen sneaky. Die Beute selber, die haben sie ein bisschen, ja, ein bisschen verbessert, aber das ist jetzt nichts, wo man da sagen würde, okay, brauche ich unbedingt, ne? Das holt man, nimmt man so mit, dass Dungeon eher mehr so für die Artefakte macht und die Chance, dass man da tatsächlich dann ein Legendary bekommt, also die ist ja ein bisschen höher, wenn man in so einen Dungeon reingeht. Auf Mythisch ist sie noch höher, aber für das kurze Zwischenzockerei kann man das hier definitiv mitnehmen. So. Ich muss jetzt mal, das setzen wir mal zurück hier. Ich habe da auch immer ein Talent dafür, irgendwas zu pullen in solchen Instanzen, ne? So. Da. Knubbern wir den mal kaputt hier. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit, ja? So. Ich hoffe, ihr habt morgen frei oder müsst nicht arbeiten gehen. Oder habt einen kurzen Tag, das wäre natürlich auch ganz cool. Bei mir geht es ein bisschen länger, aber das kriegen wir hin. Knorke Sache, denn morgen Abend geht es hier weiter. Definitiv, da gibt es auch noch ein paar... Ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich spielen werde, aber irgendwas wird es auf jeden Fall sein. So. Ich hatte heute auch ganz kurz die Überlegung, Master of Orion reinzuschmeißen. Ne? Falls das dem einen oder anderen von euch was sagt. Die neue Variante natürlich, nicht die Zweier. Die Zweier, oh, waren das geile Spiele, ja. So, komm, da knuspern wir jetzt auch nochmal rein. Dann gibt es den nochmal. Ja, der war nicht kritisch. Aber ihr seht, also wenn ihr da unten links, rechts mal hinschaut, ich prügel gerade nur auf meinen Tasten rum, ja. Ich mache jetzt nichts gezielt gerade. Schwupp, mitnehmen. Und dann kommt der Boss auch schon. Palatank, ja, wunderbar. Immer drauf da. Schwupp. Windstoß ist sowieso auch sehr wichtig. Dann gezielten Schuss und immer wieder schön auf den gezielten Schuss. Ihr seht schon, da gibt es ein bisschen Aua. Schwupp. Es überrascht mich persönlich selber ein kleines bisschen, dass der Jäger dann doch wirklich nach so kurzer Zeit auch schon wieder so viel Schaden rausdrückt. Das ist der Wahnsinn. Da kannst du einfach direkt reinknolzen und kriegst die Ini trotzdem durch, ne? So. Heroisch ist auch immer ganz nett, aber... So, hat sich erledigt mit dem. Der ist kaputt. Ich kann inzwischen auch ein zweites Legendary tragen, also vielleicht haben wir das Glück, heute noch eins zu sehen. Schwuppdiwupp. Yo. Da-di-di. Die sind auch mies, ja. Ich erinnere mich. Verwandelt. Schön als Frosch hier rumlaufen, das ist auch super. Tada-di-di. So, die hat es zerknuspert. Wie eine West. Da-da-da. Ich glaube, man muss irgendwie zwei oder drei von denen töten. Man kann sie aber auch, glaube ich, so angreifen. Ne? So. Wo er jetzt auch immer hinreitet, da hinten.
Ja, ist schön gemacht, auf jeden Fall. So. Es ist aber, man merkt schon den Unterschied zwischen dem MMO, wo es dann wirklich mit Bewegung auch am Kämpfen ist, und jetzt hier, ne? Also wir sind relativ standfest bei der ganzen Geschichte. Aber da muss man durch. Schup. Ist ja auch immer abhängig davon, was für eine Gruppe man erwischt hat, ne? So, der Schamane, der geht auf jeden Fall auch gut ab. Schup. Also vor einer Woche noch habe ich irgendwas mit 200.000 Schaden gemacht. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, was machen die da hinten jetzt? Wollen wir den Boss da noch mitnehmen? Den müssen wir sogar mitnehmen. Es ist auch immer manchmal so ein bisschen phasenweise. Also wenn so neue Patches rauskommen, dann kommen auch immer wieder ganz viele zurück und spielen dann mal einen Monat und sind dann auch wieder weg, ne? So, komm, die Alte. Ja, da sind wir drauf. Deadly Boss. Also danke sehr für den Follow. Knorke! Yeah. Deadly Boss Mods rettet uns ganz auf den Hintern. Also mir zumindest, ne? Geh ins Wasser, sagt sie. Schwupp. Immer drauf da. So. Kommen wir da wieder hoch. Müssen wir sowieso gleich wieder. Ja, sehr schön. Achso, genau. Ach Mist. Kelling, herzlichen Dank für den Follow. Ja, ich bin betäubt. So, die ist auf jeden Fall getötet. Hammer, Knorke. Gebündelter Blitz. Ein Juwel des Triumphs. Na gut. Zumindest, also selbst wenn wir nichts kriegen, kriegen wir immer noch Juwele des Triumphes. Das ist ganz nett, ne? Das ist in Ordnung. Da hinten ist eine Kiste. Kiste mit Kleinodien, aber das wollen die, glaube ich, gar nicht einsammeln da hinten. Hm. Na gut. Dann nicht. Ich glaube, das hole ich mir nachher nochmal. Wenn ich eh wieder alleine hier bin und die Kiste, die wird dann auch noch da sein. Also schicke ich das Pad da rein und dann kann man sich die Sachen holen. Das ist zum Beispiel auch noch ein Vorteil vom Hunter. So, zack. Ach, man musste hier richtig viel aufräumen früher. Ich glaube, das ist jetzt auch schon gar nicht mehr so. Aber der Kampf, den finde ich eigentlich auch ganz knusprig. So. Ach, jetzt habe ich ja was eingeloggt. Ja, stimmt, da war das. Ah, diese Winde, ne? Psycholan, danke sehr und moin. Knocke. Südüdü. Die alte Hydra da. Die mit den drei Köpfen. Der Peitschinator. Jawohl. Oh, was war das? Jetzt, man wird als Jäger manchmal ein bisschen faul, ja, und bleibt dann einfach stehen. So, ach, hier gibt es noch ein bisschen Leder. Leder. So. Yee! Ah, die Gigamöwen des Todes hier. Einer, ach, eins hat sogar tatsächlich den Priester erwischt, sehe ich ja gerade. Ja. Rayen ist tot. Jawohl. Schup. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Knusprige Geschichte. Wir wollen dann mal eben schnell das alte Peitschenviech da hinten gleich erledigen. Die gigantische Peitsche da. So.
Ich glaube, die Community hat sich nicht großartig gebessert in dem Jahr, wo ich, oder fast in dem Jahr, wo ich da mal ein bisschen Abstinenz hatte. Ich glaube nicht. Die müsste immer noch genauso toxisch sein. So. Die ist kaputt. Da ist sie, eine böse Grottenmöwe. Die sind ganz schön biestig, solche Viecher, ne? Wenn ihr mal in Norddeutschland unterwegs seid, auf dem Deich oder so, dann müsst ihr aufpassen. Die fressen euch das Fischbrötchen aus der Hand. Mit der Hand. So. Hinauf auf Serpentrix. Dem alten britischen Ritter da. So. Kein Wunder, wenn man so ein Zeug zum Frühstück kriegt, was die da drüben essen, dann kann man nur so garstig werden da, ne? Schup. Ja, guck mal, jetzt macht er schon Untertauchen. Das geht so schnell, ne? Ich glaube, da kannst du auch direkt auf den einmal drauf prügeln, ne? Das wird, glaube ich, auch nicht mehr gemacht, die Taktik gespielt. Es gab hier früher immer so eine Taktik, mit der man dann das Ganze da so spielen konnte halt. So, untertauchen. Wo ist der Wobbelkopf dahin? Da hinten ist er noch. So, schnell durch da. Können wir wieder drauf bolzen. So. Toben! Igidigidig. Igidigidig. Das ist böse. Da müssen wir raus. So ein bisschen mal sich selber heilen kann der Jäger auch. Also das gab es früher, glaube ich, so richtig auch gar nicht. So, komm. Kaputtes Tier. Wunderbar. Überlebt das Ganze. Schön, dass ihr da seid. Hammergeil. Nix gekriegt. Was ist da los? Nix gekriegt. Mehr Hexenkapuze. Ihr seht, 865 ist für einen Einstieg ganz nett, aber wir kriegen mindestens 880 durch die ganze Geschichte mit der neuen Ausrüstung, die auf Argus droppt. Also, wenn man in Argus so ein bisschen unterwegs ist, 400 habe ich von diesen Abzeichen. Das haben sie auch erhöht anscheinend auf 2000. Das war doch bei 1500 gestern noch. Auf jeden Fall ist das so, das Zeug, das kriegt ihr dort fast hinterhergeworfen, ja. Es sind hier so Token, 880er. Wenn ihr mal ein bisschen Glück habt, dann könnt ihr das mitnehmen. Und da kriegt man auch tatsächlich 900er Ausrüstung raus, ja. Also 910, 905 und so. Einfach ganz viele aufmachen. Mit Glück klappt das dann. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir auch Legendaries da rauskriegen. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Allerdings von den 910er Token, die wir uns kaufen können für 650, kriegen wir definitiv Legendaries mit raus. Aber die Chance ist halt extrem gering, ja. So, wir können hier noch nicht reiten. Hallo, ich grüße dich, Mr. German. Moin. So. Schup. Ich liebe das, ne? Ich vermute mal, du bist Blackie, also Black Demand. Ach scheiße, ich habe hier was gepult, ne? Oh nein. So, totstellen for the win. Ja. Ach man, diese blöden Piss-Murlocs, ey. Moin, die Fresse. Ja, das ist nicht knusprig. Ja, das ist cool auf jeden Fall. So, ich bring da mal was mit. So, verdammte Axt, ey. So, unter dem Schildkrötenpanzer mit Omas alter Schüssel auf dem Kopf klappt das immer noch am besten hier, dass wir die mitnehmen können. Knorke Sache, danke sehr. Yee! Hammer. Wie kommt's, dass du den Namen gewechselt hast? So, immer drauf. Als Hunter geht das sowieso immer ziemlich cool. Wunderbar. Hammer, gell? Schup. Ja, es ist, die Instanz ist nicht so schwer hier. Früher war sie schwer. Aber inzwischen, heroisch, da rennst du fast durch. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange wir hier schon drin sind, aber lange kann es noch nicht sein. Hast du dich teilweise echt durchgequält, ne? Das war nicht so witzig manchmal. So. Schup. Ah, okay. Ja, das ist cool. Rainbow Six nehme ich mal an. Da habe ich nie Bezug zu gehabt, zu den Spielen. Aber ich glaube, wenn man es richtig, richtig gut spielt, dann ist das taktisch ohne Ende. So. Ich mag lieber mit Schwertern und so. So. PlayerUnknown's Battlegrounds muss ich aber auch mal in der Ego-Perspektive noch mal spielen. So. Guck mal, da haben wir das fast schon geschafft hier. Und wir rutschen da mal zur Seite weg. Wunderbar. Immer drauf. Die alten Krähen auspacken hier. Gigantisch. Knorktastisch. So, hopp, du.
Gasige Blasen, ja. Beben, ne? Das ist immer ganz kritisch. Da darfst du nicht stehen bleiben, ne? Wenn die Erde unter dir bebt. So. Ja, ist ein bisschen laufintensiv das Ganze. Schiep. Ah, okay, das ist cool. Call of Duty, ne? Ja, komm, den haben wir auch gleich hier. Den König Klafterbart da. Den alten. Kaputt! Den König. Wunderbar. Ja, ich glaube, das kommt irgendwann demnächst mal raus. Ich bin mir aber nicht genau sicher, wann. So. Oder irgendein neues Spiel kommt da raus. Ego-Shooter verfolge ich nicht, so muss ich ehrlich gestehen. Ich gehöre zu der Kategorie, wenn ich Ego-Shooter spiele und das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann kann ich ganz schön sauer werden. So. Schub. Verheerende Winde. Die alte Kanalisiererin da. Geh mal kaputt. Wunderbar. Ist auch geil da hinten. Ja, so kann man das mal machen. Ja, der Priester greift den da gerade so ein bisschen an. Ach komm, wir helfen da mal. Ne? Können wir den Priester da ja nicht alleine kämpfen lassen hier. So, das gehört sich nicht. Zack. Next one. Die müssen wir alle fertig machen hier. Ach, geh weg von anderen. Das ist nicht knusper. So, komm hier. Scheiß arkane Bombe, ja. Jetzt fliegen wir gleich. Scheiße. Ja, und dann löst sich gerade mein Dings auch so auf, ne? Mein Schildkrötenpanzer. Das ist nicht fein. Ja. Ego-Shooter, nee. Also reg mich bei sowas immer so tierisch auf, also so richtig auf. Deswegen kommt das für mich eher weniger in Frage. Zwischendurch mal, ja. Aber da merke ich dann auch richtig, boah, nee, da kann ich doch nicht viel zu erzählen, ne? Und Ego-Shooter ist ja wirklich, entweder bist du richtig gut drauf und, oder du schaffst, kriegst halt nur auf die Fresse, ne? Und meistens ist es so, dass du auf die Fresse kriegst. Das ist halt nicht knusper. So. Hier ist das anders. Hier können wir Maps hauen. Oh oh. Oh ey. Schon raus aus dem Wasser da. Chip hat ja noch 50 Mille, die alte. So, 1,3. Jo, wunderbar. Gibt da nochmal ein bisschen was. Schup. Ah, das ist cool. Also ich habe jetzt hätte nicht gedacht, dass du da jetzt wieder einen neuen Namen hast. So. Schup. Komm, 1, 3, 4. So, passt. Mythischer Tornado. Mystischer, so. Ah, das ist so ein bisschen mit Gegenlaufen und hier in den Wellen ausweichen. So, geschafft, das Ganze. Ich hatte das natürlich mit dem Druiden schon mal geschafft, ja. Sturmgeladenen Halsreif gekriegt. Ist nicht so toll. Bringt mir auch nichts. Also das würde mir mein Add-on sofort anzeigen. Aber war fast abzusehen. Ne? Geht wie gesagt um hier diese 108 Millionen. Ja, bei mir ist es immer noch drauf. Ich spiele es momentan nur nicht richtig aktiv. Aber es ist immer noch da. Ne? So. Ja, ein bisschen Gold. Gold für die Portokasse. Passt. Genau. Und jetzt wollte ich mir da hinten noch diese eine Kiste holen. Ne? Jetzt bin ich der Einzige, der gerne die Kiste haben will, deswegen reite ich da mal jetzt ganz schnell mit hin. Vielleicht ist was Cooles, Knorkiges drin, vielleicht auch nicht. Prost erstmal. Neat. Neat, 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 neat. Ach komm, die haben auch nicht viel da. Können wir doch einfach so drauf bolzen hier. Was haben die da? 3 Millionen. So. Tschüss. Payday habe ich glaube ich auch schon mal gesehen. Ich glaube ich habe das sogar. 2 The Haste oder so heißt das. Oh, mein Tier ist tot. Scheiße. Ey, ey, ey. Puh. So, komm hier. Ja, ohne Tier ist das doof. Können wir aber looten jetzt hier. Ja, Ordensressourcen, wunderbar. So ein altes Rost zerfressenes Schwert. Und dann belebe ich mein Pet wieder und wir porten uns raus. Schup. Ja, bei mir ist es beschränkt. Also was ich so zocken kann, ist natürlich relativ eng gestrickt. Ne? Wenn ich so überlege, es geht eigentlich nur abends.
Und selbst wenn ich das mal tagsüber laufen habe, es sieht meistens nur so aus, als würde ich was spielen. Aber ich stehe fast nur rum. Also es ist in jedem Spiel so. Und bei Ego-Shooter sowieso schon mal gar nicht. Wegen den Kindern, das müssen die nicht sehen. Mein Lütter sowieso überhaupt mal ganz und gar nicht. Und die Große, ja, das ist nicht gut. Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Bezug dazu, weil ich den ersten Teil nicht kenne. Und ich glaube, es ist wieder so ein bisschen, es wird so sehr gehypt. Hab mich damit jetzt zweimal auf den Hosenboden gesetzt und ich kaufe mir keine Spiele mehr, die gehypt werden. Definitiv nicht. Wenn das dann immer noch in ein paar Monaten so ist, dass Destiny 2 vielleicht immer noch relativ gut weit oben steht, dann werde ich es mir wahrscheinlich auch kaufen. Oder mir zumindest mal anschauen, ja. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, es kommt ein neues Spiel, ich kaufe mir das. Wann soll ich das spielen? Das ist so eher die große Problematik. Und da bieten halt so MMOs, das ist total knorke, weil die bieten eben halt relativ viel Inhalt, auch über lange Zeit, ne? Das ist das. Da machst du nichts falsch mit. Und im Zweifel kostet es halt 12,99 im Monat und ist gut. So, die alten Harpien, die Kreischerinnen. Komm mal her hier. Das Möpschen. Wollen wir mal wegknuspern. Wunderbar. Abgeschlossen. Was muss ich noch machen? Klippendorn sammeln. Wo krieg ich denn das hier? Moin, der Bark. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's? So, ich mag das Hündchen. Aber das ist cool. So. Schup. Ja, bietet sich eben halt an, ne? MMOs zu spielen. Weil die auch ein bisschen über längere Zeit auch was bieten halt, ne? Gut, natürlich kann man jetzt auch wahrscheinlich GTA oder so Ewigkeiten und 3 Tage lang spielen, aber... Jo. Games halt, ne? Bei mir geht irgendwann das Studium auch wieder richtig weiter, also ich... Dann wird es wahrscheinlich auch nur 4 Tage geben, weil ich muss irgendwie auch noch lernen. So. Ja, Assassin's Creed habe ich nicht alle Teile gespielt, 1, 2 und den auf der Playstation. Pirate Flag oder so heißt er. Warte mal, kann ich da hinten gucken? Ich kann ja vielleicht luschern, ne? Black Flag. So. So heißt das Spiel. Die schwarze Fahne. Schup. Ja, es ist die Zeit, ne? Das ist so ein bisschen was manchmal. Aber ansonsten, WoW ist immer gut. Schup. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwo mal wieder ein neuer rauskommt, aber... Ja, ich will zwischendurch, ist okay. Da kann ich das auch gerne mal haben. Aber die Zeit, wie gesagt, ich muss wirklich mir aussuchen, wann ich was spiele. Ne? Ja, sieht sehr, sehr cool aus. Was richtig cool ist, ist auch, dass man das mit einem iPad verbinden kann. Oder mit einem Tablet. Und dann eben halt, da gibt es so eine Ubisoft-App. Da kann man sich dann die Karte angucken und so. Das ist auch sehr geil gemacht. So, eine brauchen wir noch. Die ist da drüben. Dann haben wir die. Federn. Also ihr seht, so ein HC-Dungeon ist schnell gemacht, ne? Das ist gar kein Thema. Für Artefakten macht es super. Wenn wir jetzt allerdings wieder reinschauen hier in die ganze Geschichte. Achso, da. Nee, sie gibt es nur noch 27 Millionen. 27 Millionen, ne? Das ist nix. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Ja, der ist in der Wüste, in Akkon und so. Findet er, glaube ich. Stadt Jerusalem war, glaube ich, auch mit dabei. Das ist schon cool gemacht. So. Im zweiten Teil geht es in Italien zur Sache. Da kann man sich auch seine eigene Hütte basteln. Das finde ich persönlich auch ziemlich knorke. So. Da hinten. Damit wir hin. Irgendwas konnte ich doch einsammeln hier gerade. Ach, das war nur die Bank? Nee, da ist es. Jo, das nehmen wir mit. Ja. Ich habe auch schon die Playstation ganz lange nicht mehr angehabt. Die muss ich irgendwann auch nochmal wieder anschmeißen, ne? So. Warte mal. Oh ja, das ist nice. Das war aber noch nicht alles. Ne, genau, die Handwerkerwerkzeuge, die müssen wir jetzt sammeln. Ja, wie gesagt, der Markt, also das Problem ist, früher war es ja relativ, da hast du das Ding in die Konsole reingeschoben, hast ein bisschen gespielt, dann war es nach 3 Stunden fertig mit dem Spiel, aber heutzutage brauchst du bei den großen Spielen alle 80, 100,
200-300 Stunden, wenn du die richtig komplett durchspielen willst, ja. Und das kostet, das ist einfach so krass. Also wenn man sich damit richtig intensiv beschäftigt und versucht auch wirklich alle Erfolge zu erhalten, das ist dann auch teilweise so brutal schwer. Da bist du richtig lange beschäftigt damit, ne? Alleine Final Fantasy für den... Hallo Grimdorn, jawoll! Ich grüße dich, moin! Knorke Sache! Ja, ich wink dir mal, ne? Bombig, hammer! So, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut, mein Lieber. So, mir geht's ganz gut. Und einen wunderschönen guten Abend, Beat. Herzlich willkommen. Grüße dich, du. Ja, das ist Mission WoW wieder unterwegs hier, ne? Wow, er ist wieder unterwegs. Jawohl. So. Es ist herrlich, Brain AFK spielen. Also, das mag ich an WoW wirklich. So. Gigantisch. Da schnetzeln wir uns durch und sammeln das nächste ein, was wir da einsammeln müssen. Ja, das ist Black. Es gibt viele Spiele heutzutage und das ist so krass. Die Pam. Du bist wahrscheinlich gleich zu Bett, wa? So. Achso, oder nee, so. Ja, das ist Giga-Knorke. So. Ah, das ist die Couch, ne? Ich hatte das heute Nachmittag gemacht. Also ich war zwischendrin, ich musste arbeiten jetzt am Wochenende und ich war ein bisschen zwischen... Ja, ich bin wieder nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt und bin dann kurz vorher, bevor ich wieder los musste, aufgestanden, Kaffee hinter die Kiemen gedrückt und dann bin ich los. Das ist gut. Ja, Pam, so ist Knorke. Aber ich fürchte, ich nicht ganz. Dann wird es da doch wieder zu spät. Ich muss nämlich um 20 nach 4 morgen früh aufstehen. Weißt ja, ne? Die Arbeit ruft. Am Black Desert Online habe ich schon ganz lange nicht mehr gespielt jetzt. Ich habe gemerkt, beim Stream keine Chance. Es gibt Spiele, die kannst du streamen und dann gibt es Spiele, die kannst du nicht streamen. Und BDO, kurioserweise auf YouTube ist es das Video mit den meisten Klicks. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich das geschafft habe, aber es hat über 1000 Klicks. Ich glaube sogar über 1300 inzwischen schon. Den einen Guide, den ich da mal gespielt habe. Ich persönlich aber, nee, das ist mir zu grindy. So ein bisschen. So, ach hier, Andenken an Tel Arnor. Oh ja, das muss sein, ne? Also, das war echt gemütlich. Ich hatte gedacht, stell dir lieber mal einen Wecker. Und es ist gut gewesen, dass ich mir einen Wecker gestellt habe, ja? Weil sonst hätte ich da gnadenlos weitergeratzt. Das ist manchmal in meinem Alter, ne? Da muss man das mal machen. So. Surama. Das stimmt, ja. Das ist richtig, definitiv. Ich bin einfach, ach, letztendlich ist mir persönlich eigentlich auch, ne, egal ist es mir nicht, was ich spiele, ne, das soll mir schon Spaß machen, aber letztendlich ist mir das eigentlich Banane, also, und wenn ich irgendwas heute nicht in WoW erreiche, dann mache ich das morgen oder in 3 Wochen oder, das heißt, ich falle dadurch ja nicht tot um, so, und wenn ich tot umfalle, dann brauche ich das auch nicht mehr machen, so, das ist immer noch ein Game halt, so, deswegen spiele ich auch so casual-mäßig, also in jedem MMO, oh, kann ich da... Ach, die kann ich kaputt machen. Das ist ja geil. So, Leystein jetzt. Hammer. Hätte... Den... Ach, nee. Das ist so ein bisschen Knusperkram da, ne? Manchmal kriegt man was, manchmal nicht. Es ist tatsächlich, also wie gesagt, super entspannt sehe ich das inzwischen. Ich mache mich da auch nicht mehr kaputt, weil die Zeit ist einfach nicht da. So. Schup. Oh ja, da stelle ich mich mal rein. Da kriegen wir uraltes Mana. Der Proc, den wir haben über die Waffe, der Proc ganz schön häufig, ne? Diese Einheit der Legionsrichterlichter. Das nehmt das mit. Also je mehr ihr da reinpacken könnt, umso geiler ist das eigentlich auch. Weil das ist wirklich gigantisch, ne? Ach genau, jetzt weiß ich auch, warum mein Pet hier die Akku nicht zieht. Spotten wieder anmachen. Schup. Black Desert Online ist, ich spiele das schon auch ja gerne, aber das Problem ist, es kannst du auch nicht in 4K streamen, ne? Das ist ein bisschen echt ätzend. Und wenn ich mir dann überlege, wenn jemand in 4K zuschaut, ja, wie viel Daten da über die Leitung rübergehen müssen, da brennt halt das halbe Internet durch. So, Weser ist schuld, Internet wurde gelöscht. Nein. So. Hm? Ja, alles gut. Ich weiß nicht, Twitch hat manchmal auch ein bisschen buggy. Wo du mich nie verpassen wirst, ist, wenn du die Notifications einschaltest. Das ist immer gut. So. Das hat Twitch, glaube ich, jetzt momentan auch automatisch mit drin. Hallo Elania, moin. Wie geht's dir? Schön, knorke Sache. Die Ela ist da.
Mit dem Engelchen. Ich muss sagen, der Engel, ich weiß ja nicht, was für ein Dings. Ich muss da jetzt mal auf Twitch gucken. Bubs. TB Angel, ja. Der Engel sieht so ein bisschen aus, als wäre ein Zahn. Das ist der Zahnengel. Der Bösartige. Ach, herrlich. Ja, zocken, ne? Da kannst du ihm wieder nur gut gehen. Hammergeil. So. Okay, das schränkt schon wieder ein, das soweit. Blops, immer drauf. Ja, das Wochenende ist wieder vorbei, ne? Das finde ich persönlich ein bisschen arschig eigentlich so. Schweinerei. Das schöne Wochenende. Können die das nur tun? Der Montag und der Dienstag, die haben sich doch verbündet. Die Schweine. Der Donnerstag war es definitiv nicht. Ich konnte es nicht ganz so richtig sehen. Ich lasse mich überraschen, Blackie, ja? Das ist, glaube ich, die beste Variante. Ach ja, die Werbung. Schön, dass ihr da seid. Knorke Sache. Hammergeil. So, hallo. Ja, Grimdorn WoW ist so ein bisschen mein Versuch, ein kleines bisschen auch größer zu werden. So, auf die Twitch-Geschichte. So. Ich weiß es nicht. Ich lass mich überraschen, Blackie. Grundsätzlich bei sowas lasse ich mich überraschen. Ich werde das aber auch erst, also wenn ihr mir eine Nachricht schreibt oder so jetzt die kommenden Tage, ich sehe das erst abends, wenn ich zu Hause bin. Ich habe zwar mein Handy mit, aber das kommt in eine Kiste. Die Kiste ist strahlungsdicht und da passiert nichts. So. Du wartest auf Nere, glaube ich, oder? Auf Kerb? Oder was ist Kerb? Jetzt muss ich wirklich mal nachfragen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie das falsch interpretiere. So, ihr seht, uraltes Mana, hammergeil, das nehmen wir mit. Ja, Black, ich lasse mich da wirklich sehr, sehr gerne überraschen. Einfach. Ah, okay. Wo ich genau arbeite, sage ich nicht, weil das möchte ich nicht, denn das hat im Stream nichts zu suchen. Aber ich bin als IT-Administrator unterwegs. So. Also das ist das Einzige, was mir ein bisschen zu weit geht dann. Guild Wars 2. Guild Wars 2 kommt ein neues Add-on raus, glaube ich. Habe ich so auf Facebook. Ich kriege immer noch so ein bisschen die... Ja, ich nenne es mal Notifications mit, ja. Also die Werbung. Die notifizierte Werbung. Okay, am 22.09. Das ist natürlich, dann wird ein Schuh draus, deswegen werde ich auch so voll gespammt davon. Es war mir zu viel Grind, deswegen bin ich da auch raus, sage ich mal. Oh, Elania, da musst du mich jetzt aufklären. Du gehst... Nicht, dass Isoli sich da jetzt vernachlässigt fühlt, ja? So. Ach, da ist die Kiste. Das ist eine Kiste. Die nehmen wir mit. Liegt ja sehr offensichtlich da rum. Garvulk ist da hinten. Na, ich bin IT-Administrator, Blackie. Da mache ich viel mit Computern. Alles Mögliche. Also alles, was mit die Computerei so hergibt. So. Andere nennen es auch Hacker. So. Oder Magier. Schwarzmagier. Schwarzmagier ist eine gute Berufsbezeichnung für IT-Administratoren. So. Schup. Oh, wenn das nächste Mal die Welt untergehen soll, wahrscheinlich jede Minute oder so. Aber wir zocken. Was kann es Schöneres geben, Weltuntergang beim Zocken zu erleben? So, ich glaube... Ach, ich habe voll. Mehr kann ich gar nicht einsammeln. Dann brauche ich mir die Mühe da auch gar nicht machen. So, was haben wir denn noch? Ich glaube, ich habe sogar alle Aufgaben erledigt. Bruchstücke der Erinnerung und so. Dann müssen wir hier wieder raus. Also, das ist auch sehr, sehr einfach. Nee, Guild Wars, ich hatte es ganz, ganz lange gezockt und auch sehr intensiv gespielt. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich war auch mit Puder unterwegs. Nabenkickes, Moinsen, Knorke. Irgendwann habe ich mir gesagt, nee, komm, das wurde dann, hatte echt das Gefühl, im Kreis zu laufen, ne? Immer wieder so im Kreis und das fand ich total blöd.
In Guild Wars. Ich bin auch als Hexe rumgelaufen, hier als Nekromantin. Was heißt die Nekromantin? Diese Dunkelmagierin da. Und das hat schon Spaß gemacht, aber wenn. Nee, es war immer im Kreislaufen. Das war nicht so knusprig für mich. Ich glaube nicht, dass die Welt untergeht, das ist Schmu. So, nein, das tut weh und wir sind nicht tot. Hinaus aus dieser Höhle, verdammte Axt. Ja, aber gleich sind wir tot, ne? Guckt euch das mal an, die fiesen Friesen hier. Die wollen mich beißen, ne? Guckt euch das mal an, wie die mich beißen wollen. So. Ach genau, ja, das war auch noch einer der weiteren Gründe, warum ich nicht so ganz auf Guild Wars hängen geblieben bin. Ich weiß, ich brauche das so Tank Heiler DD. Das brauche ich. Das ist so für den Weser drin. Da gibt es auch noch ganz andere MMOs, die auch total cool sind. Terra ist zum Beispiel super geil. Falls das jemand kennt von euch, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr das kennt. Terra ist auch klasse. Wobei das halt, da merkt man es dann richtig, dass das so bestimmte Mechaniken hat. In WoW sind die Gegner wenigstens noch einzeln, stehen sie irgendwo rum. Bei Terra stehen sie alle auf einem Pulk und du siehst richtig Mob-Insel, 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 alles klar, die 15 muss ich töten. Und dann geht's da weiter. Hoppala. Glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, aber ich hab, wenn ich das Tesolied hier höre, habe ich immer das Misheard Lyrics im Kopf. So, zack. Die alte Münze, Bruchstücke der Erinnerung, jup, das letzte Kapitel. Ja, schön wär's hier in Surama. Ja, Kickes, du hast so recht. Star Wars ist auch hammergeil. Ich habe auch tatsächlich mal überlegt, Star Wars zu spielen. Oh, ich habe das. Das war so cool. Das hat sich, glaube ich, inzwischen auch richtig krass wehgetan. So. Man kann es ja auch als Demo spielen, aber das hat sich mich da nicht gefetzt. Ich hatte es. Boah, das ist jetzt auch Ewigkeiten her, da hatte ich es mir auch mal wieder runtergeladen gehabt, aber mit dieser Demo-Variante, das ist grauselig, ja, die Einschränkungen, die du hast, das ist gar nicht schön. So gar nicht schön. So, ich liebe MMOs. Schub. Ne, das habe ich nie gemacht, also ich habe gerade mal so ein paar Flashpoints gelöst und Huttenball gespielt. Boah, so geil. Schub. Ja, Grimm, ich sag dir das, also es ist wirklich tatsächlich so, die alten Rollen, das ist das Beste. Die heilige 3 MMO-Faltigkeit, sagen wir es mal so. MMO, unser du bist. Dein Tank werde geheiligt. Wie dein Heiler, so auch dein Damage-Dealer. Gepriesen sei dein Loot. Wie auch wir versuchen, deine Bosse zu besiegen. Und ein bisschen was einzusammeln. Na, das ist tatsächlich, also das ist schon krass. Wenn du in Guild Wars da unterwegs bist und stirbst, weil du gar nicht genau weißt, warum eigentlich. Weil du Aggro hast, ja. Wovon? Da gibt's auch, meiner Meinung nach gab es da damals dort auch kein vernünftiges Aggro-System, ja. So. Ja, das ist sowieso sehr nice, wenn da Rätsel mit dabei sind. So. Ein bisschen merkbar. Ich muss mal den Chat wieder hochscrollen. So, aber Elania, ich habe jetzt noch nicht so richtig mitgekriegt, was für ein neues Kuscheltier du hast. Das musst du mir nochmal sagen. So. Ich glaube, was heute Abend richtig krass war, das erste Mal, glaube ich, in Ragnars Leben, hat er nicht gemeckert beim Zähneputzen, der kleine Mann. So, hat nicht gemeckert. Das ist schon mal, denn wir haben ihn, den einzig wahren Wickeltisch der Legion. So, zack. Geister kaputt geknuspert, die alten wilden Plünderer, die nehmen wir mit. Immer drauf da. Gute Nacht, Steffi. Ich dachte, du bist schon zu Bett. Dann wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht, so. Ja, das ist Knorke, Elanir, mach das mal. Jetzt muss ich mal, ich gucke mir das gleich beim Rauchen draußen an. Schup. Ah, warte mal. Hast du links gepostet? Ah, okay, na dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt eine gute Nacht. Schlaf gut, lass es dir bitte morgen gut gehen. Und ich leide gemeinsam mit dir, ja, wenn du auch arbeiten musst. Wenn du mir sagst, dass du frei hast, dann beneide ich dich jetzt. Offiziell. So. Da hinten, glaube ich. Nee. Das Wappen des Wissens ist, glaube ich, hier. Nett. Verstörte Erscheinung. Ja, so sehe ich morgen früh auch aus.
Hammergeil. Okay, Frühdienst. Oh. Ja, aber dann musst du auch früh aufstehen. Das ist doch Anti-Knorke. Das ist nicht gut. Gut, dann leiden wir gemeinsam, ja? So. Zack. Ja, ich muss auch wieder ganz früh raus morgen. Schuh. Aber so ist das, ne? Da muss man durch. So, dann ist der verstörte Schreckgespenst. Und hier oben liegt die Enzyklopädie Nacktelficania. So, zack. Nehmen wir mit. Ach, Botaniker stand da drauf. Schuh. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich gespielt habe in Star Wars, muss ich ehrlich gestehen. Der Realm war auf jeden Fall war Knorke, das kann ich euch sagen. So, beide Seiten sogar gezockt. Ich fand die dunkle Seite ein bisschen böser, ja. Macht auch Sinn, weil es die dunkle Seite ist. Aber nein, ihr wisst, wie ich das meine. Ich fand die coole. So. Wo ist denn hier? Hier ist doch gar nichts. Ist bestimmt draußen oder so. So. Den töten? Nee, das hole ich mir irgendwann noch. Das ist gut, ich schau gleich Elanir. Ach, für ein Geister, ne? Der reine Geist, der Schnapski an den Schwanze beißt. Schnapski das nicht mag. Drum zuschnappt. Wunderbar. So, ach, ich weiß gar nicht, warum ich das einsammle dieses Mal. Das ist voll. Mensch. So, hoch hier. Panda-Cat? Jetzt muss ich mal wirklich mal gucken. Ich habe ja glücklicherweise wieder ein Mobiltelefon. Wenn mir das auch runterfällt, ja, dann kaufe ich mir nie wieder ein Mobiltelefon. Dann kaufe ich mir so eine Smartwatch-Uhr, die ich an meine Hand binden kann, ja. Da müsste ich schon selber dann aus 2 Metern Höhe auf Betonboden fallen. Das erstrebe ich eigentlich nicht, sondern nicht. Ich weiß nicht wieso. Aber es könnte wehtun. Zack, 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 zack. Next one. Das ist gut. Hier, sprecht mit ihm. Wir brauchen ein Heilmittel gegen diesen unbändigen Hunger. Den nächsten Pizza-Service zum Beispiel. Aber will er nicht. Den Bogen müssen wir holen. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Schuh. Ja, wie gesagt, also noch ein Handy, dann werde ich wahnsinnig. Ja, das ist cool. Sehr cool, Elanir. Ja, sehr nice. So. Schuh. Ja, ist so ein. Aber das Problem ist, dann hast du die nicht. Dann hast du die nicht wirklich als Smartphone. Das ist dann nicht so knusper. So, einen Bogen sollen wir uns holen hier. Das machen wir natürlich. 22 Uhr durch. Jetzt weiß ich auch, warum ich Schmacht habe, ne? So. Ihr Raucher unter uns, ihr kennt das doch auch. Hammer. So, rüber da. In den alten Tempel. Zu den verstörten Schreckgespenstern. Schup. Ja, es ist auf jeden Fall Knorke. So. Heute, als ich dann mit dem Auto da aus unserem Wohngebiet rausgefahren bin, saß da auch so eine Katze an der Kreuzung und hat nach links und nach rechts geguckt. Ich glaube, die hat da mal so ein bisschen Unobizei gespielt. So. Next one. Ja, die Aufgabe auch schnell erledigt, ne? Das geht auch relativ fix eigentlich alles. Wenn man dann erstmal den großen Bunch fertig hat. Leider ist das Ruf gesteuert hier in Suramar, aber wenn man das einmal hat, dann hat man das. So. Den alten Federsang. Achso, die Materialchen töten. Ja, da müssen wir hier oben hoch. Hammer Knorke. Tiana, moin. Ich hätte so gerne eine Katze. So gerne. Aber können wir leider nicht haben. Das ist ein bisschen traurig. Aber die Nachbarskatze, die kommt hin und wieder mal rüber. Und Ragnar sitzt auch ganz oft da und macht Miau. Das ist so geil. Ja, das ist herrlich. Und auch richtig schön ist, wenn er dann seinen Wildschwein nimmt. Also er hat so ein Wildschwein. Das ist ein Kuscheltier-Wildschwein. Dann rennt er damit auch durch das Haus und dann macht er immer Lü-Lü-Lü-Lü-Lü. Total geil. Hammer cool. So. Da ist sie, die Matriarchin. Ab mit ihr auf den Grillrost. Den guten Alten. Schup. Schmerzen präsentiert von Ynapina hier. Klack. Zack. So, ich glaube, passt. Ja, Ragnar ist cool, auf jeden Fall. Er kann auch garstig sein. Das glaubt mir, Nere, glaub's mir. So, Träume von Tel An.
Teller Nor. Träume vom Teller. So, gucken wir mal. Das haben wir geschafft. Es fehlt jetzt wirklich nur noch eine Geschichte. Ruf. Ruf ist total blöd. In WoW. Aber da muss man durch. Die Schildkrötensuppe, die müssen wir da auch noch machen. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit, weil dann habe ich die Quest auch wieder los. Geschafft das Ganze. 10 Kapitel. Also 10 Kapitel. Fertig gemacht hier. Und das 11. ist tatsächlich Zeit der Veränderung. Ja? Da, wo sie sich dann alle so ein bisschen an den Händen fassen und um den großen Mana-Kristall herumtanzt und singt. What does the fox say? Deep in Surama City. So. Ja, aber die große, die ist auch, die hat auch auf jeden Fall ihre Momente, ja. Ja, ich kenne unzerstörbar, also ja, ganz unzerstörbar sind sie ja nicht, ne? Aber ich guck gleich mal nach. So, da ist noch wieder was und wir haben wieder Möpse. Möpse. Ich liebe das, ne? Wirst du verfolgt und gemobst. So. Ach genau, das ist ganz wichtig, den da zu holen hier. Ganz wichtig. Wenn wir den nicht haben, haben wir das Portal nicht. Und genau das wollen wir haben. Denn es gibt viele Portale. Aber dieses eine Portal haben wir fertig gemacht. Und es gibt nochmal ein bisschen die Möglichkeit, hier hin und her zu reisen. Von Liebe erfüllter Fall, jo. Das nehmen wir mit. Ja, normal, ne? Inzwischen macht er das gerne mal in Ehre. Also er sitzt da, er steht da wirklich auch, wenn er jetzt hier bei mir, ich mache ja manchmal YouTube an und dann gucke ich mit ihm Musik hier, dann sitzt er erst auf meinem Schoß und dann stellt er sich hin. Dann steht er auf meinen Beinen und das ist total geil. So, das Knorke. So sind sie, die Monsters. Aber die werden auch größer, ne? Schwupp. Ich will doch nur zu diesen blöden Schickrügen da runter. Wo muss ich denn da lang hier? Da runter, ne? Da wollte ich doch vorhin schon runtergehen. Oh, das wird tief. Tief. Die Anora-Senke. Au. So, komm hier. Jetzt sind wir schon mal da, ne? Machen wir das nochmal eben schnell fertig. Dann können wir da nämlich auch direkt einmal durchstarten gleich mit den Weltgeschichten da. Das, die Weltquests grundsätzlich sind wirklich eine klasse Möglichkeit, also immer mitnehmen. Selbst die Beute, die man nicht braucht, es gibt Gold, ne? Und wenn wir sowieso einen Begleiter dabei haben, dann gibt es immer 100 Ressourcen zusätzlich, das ist doch auch mal gigantomanisch. Und 9500 habe ich auch schon, 10.000 brauche ich, glaube ich, für die nächste Freischaltung in der Garnison. Ja, definitiv. So. In jeglicher Form. So. Die Alten. Ne, die Alten nicht, aber. So. Ich mag das, wenn Nezzingberry dann da auch kommt und die Gegner mit zerknuspern, ne? Das ist schon schön. Ja, das Kinder sind toll, also wirklich. Es gibt ganz viele Momente. Sagen wir es mal so: Die beste Beschreibung für Kinder ist eigentlich, sie können den ganzen Tag Scheiße bauen. Das Haus steht in Flammen. Der Nachbar wurde von den Echsen getroffen, die man so im Garten rumliegen hat. Ja, alles ist zerstört. Und ihr seid richtig angepisst. Und der Tag ist so richtig, richtig räudig und dreckig scheiße. Stellt euch die schlimmste Situation vor überhaupt. Der Tag ist so richtig mega, mega kacke und ihr könnt ausrasten, Amok laufen durch die nächste Stadt. So geht's euch in dem Moment. Wenn ihr dann Kinder habt und die euch anlächeln, habt ihr alles vergessen. Genauso ist das. Das ist ein schönes Gefühl. Es gibt aber auch, wie gesagt, Momente, da kannst du dann... ja, hör mir bloß auf, diese blöden Schnecken, ey. Nacktschnecken, ne? Ich hasse die Viecher. Kinder finden sowas komischerweise immer interessant. Ich weiß gar nicht, wieso das ist. Heute kam die Große auch rein und sagte, ich habe einen Frosch im Garten gefunden. Der sah so sinnlos aus. Den habe ich erstmal irgendwo anders hingepackt. Gleich hier Ansage gekriegt, dreimal Hände waschen. So. Nein, ist alles gut. Das passt schon. Ne, das glaube ich auch. Kickis, du hast recht. Jungs sind da, glaube ich, aber etwas pflegeleichter als Mädels.
Hoffe ich. Ich hoffe. Das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird, weil dann gibt es hier richtig Ärger. Also, die Große kommt in die Pubertät und das, dann rappelt's hier im Karton. Dann rappelt's. Es gibt Momente, als Eltern... das sage ich jetzt nicht, was sich darauf reimt. Es ist auf jeden Fall so, dass es gab das zweimal hatten wir das hier mit der Großen und das, ich habe mit der flachen Hand so auf den Tisch gehauen. Ein Wunder, dass der noch heil geblieben ist. Ja, eigentlich ist er ja gar nicht heil, ne? Also wir haben so einen gebrochenen Glastisch bei uns in der Küche stehen. Da landet die flache Hand auf dem Tisch und die Stimme wird auch so, dass die Kinder sofort wissen, alles klar, ich halte jetzt den Mund. Ich sage jetzt lieber nichts mehr. Und der Alte ist ganz schön pissig gerade. So. Myonix. Ach, die müssen wir sowieso kaputt machen. Komm mal her. Ja. Das ist, also es gibt drei Arten von Ärger. Es gibt so diesen Standard-Ärger, räum deine Sachen weg, warum hast du dies nicht gemacht, selber schuld. Und dann gibt es den Ärger, den man verteilt, so nach dem Motto, das war jetzt aber wirklich richtig blöd, räum dein Zimmer auf, ansonsten kommt der blöde, böse Müllsack. So. Und da gibt es die Art von Ärger, wo man einfach nur was sagt. Und alleine durch die Art und Weise, wie man das ausstrahlt und auch sagt, dann wissen die sofort, alles klar, wenn ich diese Grenze jetzt überschreite, dann wird eine Grenze überschritten, das sollte ich nicht tun. Dann fängt Armageddon an. So. Aber Respekt ist einer der wichtigsten Sachen für mich. Ich finde das schlimm, ich sehe das ja selber auch in ihrer Klasse, ne? Sie sind so respektlos, ey, das geht gar nicht. Wie kann man keinen Respekt haben? Das ist so daneben, total. So. Ja, dann rappelt das aber im Karton. Dann ja, sehr nice. Hast du jetzt schon alle gelegt oder habt ihr... Drei waren es, ne? Drei sagtest du jetzt. Habt ihr jetzt die vier geschafft? Das wäre mal Knorke. Nein, das findet gar nicht statt. Also sowas, da gibt es auch keine Kreditkarte für. Die können sich eine Paysafe-Karte kaufen, später die Kiddies. Und das gibt sowieso auch nicht. 24-7. Wenn die nachher 16 ist, die Große, dann soll sie das machen. Aber das ist dann auch nicht mein Problem. So. Sie wird trotzdem in die Schule gegangen. So. Nein, aber Respekt ist wichtig im Leben. Wenn man keinen Respekt hat anderen gegenüber, dann hat man auch keinen Respekt vor sich selbst. Schup. Ja. Ah, schade. Schup. Nein, alles gut. Ich bin eigentlich ganz... Meine Große sagt auch in Momenten, da wo du es niemals erwarten würdest, dass man der tollste Papa der Welt ist, ja. Also das selbst wenn man sie Tag vorher so dermaßen Ärger gekriegt hat, ist alles gut. Wir sind aber auch relativ strikt. Streng, das mag in vielen Augen streng aussehen. Es erspart aber eine Menge Ärger. Sie weiß halt genau, was sie darf und was sie nicht darf, ne? Und sie kann ganz viel alleine machen. Das ist der Vorteil dabei. So. Man muss auch ein bisschen fördern und fordern, ne? So. Jetzt porten wir uns mal mit der alten Pfeife weg hier. Nee, tun wir nicht. Wir müssen erstmal die Quest abgeben. Da oben, ne? Da war doch was. Wo war, wer denn das? Da wäre doch mal was. Schup. Ah, das ist, stelle ich mir Horror vor, ne? Wenn, ich sag mal, wenn jemand nicht viel Geld hat, ne? Und die Kinder dann 500 Euro ausgeben in so einem Itemshop, weil die einfach sich dabei nichts denken, ja? Und das geht ja auch so super schnell heutzutage. So, jetzt gibt sie mir zwei Quests. Hat die getrunken? Ach, Mist. Ne, komm, wir erstmal porten uns weg hier. 11. Wird 11. So. Ja, wenn das bis 18 nicht klappt, ne? Gibt da so ein quadratisches Teil. So. Boah. Ich glaube, ja, kick es. Aber nein, Handy kriegt sie erst von uns, wenn ich der Meinung bin, dass das klappt.
Wahrscheinlich dann, wo habe ich sie jetzt? Wahrscheinlich dann hier das Mobiltelefon, wenn ich mal neues bekomme, als Familienhandy. Und dann führt man sie daran, ne? Aber ich sag mal, ich bin ein Gegner davon, zu sagen, ja, aber alle anderen machen das. Ja, ich bin aber nicht alle anderen. Erstmal bin ich nicht alle anderen und zweitens haben wir jedes technische Gerät, was man sich vorstellen kann, haben wir hier bei uns im Haus. Sie kommt nicht und fragt nicht, dann werde ich den Teufel tun und sagen, ach komm mal her, Töchterchen, willst du nicht unbedingt jetzt 3 Stunden Computer spielen? Dann wäre ich das schön doof, wenn ich das tun würde. So, nein. Sie ist denn draußen, Kind, und das ist auch gut so. Sie spielt gerne draußen, ist draußen unterwegs, benutzt ihre Fantasie, wunderbar. So, und das brauchen wir noch nicht. Tü-tü-tü. Wieso sollte das was machen? Oh, haben Modem abgenommen. Krass. Das ist übel. So. Ich habe eine Schrotflinte, was meine Tochter angeht. Eine sehr große Schrotflinte. So. Ja, ist tatsächlich Dailies, ne? Da kommen wir nicht drum herum. Also es ist wie gesagt die Rufnummer, ne? Haha, ist der flach. Das die Rufnummer in WoW. Also wir brauchen Ruf. Ruf mich mal an. Scheiße. Die Nachtsüchtigen, ja, die sind sowieso so ein bisschen unterwegs hier. Erstmal verkaufen das Ganze. Ich mache jetzt gleich ein kurzes kleines Päuschen. Nach dem Päuschen werden wir hier die Weltquests mal eben schnell durchknuspern. Ganz wichtig. Super wichtig. So. Das kann alles weg. So. Ich glaube, ich denke schon, ja. Nein, noch nicht, meine Liebe. Aber wenn du mir deine Nummer gibst. So. Irgendwann muss ich mal so einen Prank-Call machen bei irgendwem. Ich bin leider, glaube ich, nicht so der Typ dafür, der denn da sitzt und sagt, ach, das kriege ich jetzt knusperknockig hin und so richtig ruhig dabei zu bleiben. Aber ich habe mir schon mal überlegt, eigentlich könnte man das einführen, so eine Art Prank-Call. Ihr sagt mir für einen Kollegen, den rufe ich dann an und naja, das Ganze dann live halt. So, kurzes Päuschen, dann geht's da oben mit WoW gleich weiter. 5 Minuten, bin gleich wieder für euch da. Stay tuned, schnabbelt euch einen Kaffee und Black, ich gucke auch gleich das Bildchen nach Knorke-Geschichte. Pause. Thank you.
Ja, höchstwahrscheinlich. Wie geil. So, Kaffee. Kaffee ist eine gute Idee, habe ich so gehört. Kaffee ist cool. Nein, eigentlich ist es nicht cool. Sollte es schön warm sein, ne? Warmer Kaffee. Oh, herrlich. Ich führe es an meine Lippen, das Tässchen. Hallo? Hallo? Mama von Nere. Sehr cool. Ja, das ist schön, das freut. Das ist doch Knorke. Hammergeil sowas. So, World Quests incoming. Das Gute. Guten Abend, Blue. Ich grüße dich. Herzlich willkommen, mein Lieber. So, zack. Jetzt können wir das mal hier sortieren. Stapeln. So. Ja, er hat manchmal seine lichten Momente, der Weser, glaube ich. Ich muss angeln, ne? 40 von diesen Fischen, ja. Wer angelt denn 40 Fische? Krasse Scheiße. Da unten bei den Dämonen ist immer gut. Falana, Dämonenwachenfestung. Jetzt Edelmähne Miste, Teufelsseenbastion. Hinunter. In die Dungeon-Kiste. So. Ja, ist tatsächlich, sehr cool, also das freut auf jeden Fall, ja. Hammergeiles Ding. Ja, wir dürfen Dämonen töten, Easy Mode, immer drauf da. Ja, wo kommen die denn her? Die Typen und so. Ja, das freut mich, sowas finde ich cool, auf jeden Fall. Das ist mal sehr nice. Gibt Ruf, ne, und deswegen mache ich die ganze Geschichte hier. Ganz wichtig, sowieso Weltquests kann man immer alle mal gerne mitnehmen. Hier mal auch so ein dickes Mäpschen, zack, tot. So, ja, Gigaknorke ist das. So, warte mal. Ach, sie kicken mich da, ne? Hey, die bösen Augen. Die Gloopschieß. So, das alte Teufelsblut nehmen wir mit. Oh, das kann ich dir jetzt gerade so gar nicht sagen. Also, ich habe die Twitch-App jetzt auch neu hier auf meinem alten Knochen. Neuer Altknochen. Jo. Nee, kann ich dir nicht sagen. Die App hat sich aber definitiv schon mal richtig gut wieder gebessert, denn es ist so, dass jetzt der Chat, wenn man die App also nicht mehr in der App drin ist, dann läuft der Chat weiter. Früher war es nicht so. Das heißt, der ganze Chatverlauf ist da dann auch nochmal auf der App drauf jetzt momentan. Das ist cool. So soll das sein. So, immer drauf da. Auf die eine Verdammniswache der Teufelsseele. Welche Seele denn? Die seine Seele. Die fressen wir jetzt. Yum, 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 yum. So, das ist schön hier. Hier unten ist toll. So, immer drauf. Auf alten Maps lootet man besser, ne? Das ist ein bisschen verwirrend, aber wir kämpfen uns hier mal raus. Ich glaube, dann bin ich, wenn ich hier jetzt gleich rauskomme, bin ich auch an dem richtigen Ort, wo ich dann die andere Weltquest noch machen kann. Es gibt zwei hier unten, wie wir ja vorhin gesehen haben. Das sieht man jetzt gerade ein bisschen doof. Das sind die beiden hier, ja da. Einmal das und das ist für dort der... Jo, das kriegen wir hin. Wir müssen halt nur raus hier, ne? So, auf dem Weg hin, ja, 92% sind wir schon durch. Das haben sie richtig gut gemacht. Also das, ich persönlich mag das System ein wenig mehr als... Oh, 113, sind wir, ne? Als die Weltquests, die Daily Quests. Aber es gibt natürlich auch noch die alten Gebiete, da muss man ein paar Dailies machen. Weil wir halt wirklich richtig gezielt auch Beute bekommen können und so, ne? Das ist mal Knorken. So, feuriger Hieb, schwupp, weg. Immer durch. Das alte Gemäuer hier. So. Ja, ich könnte die Kirschen, aber irgendwie, ich bin gerade zu faul dazu. So. Kann ich das? Nee, dann muss ich erst ins nächste Gebiet rein, ne? Es beschäftigt auf jeden Fall. Die komplette Quest oder das Achievement für die ganze Weltquesterei, das ist schon übel. Also wenn wir das wirklich kriegen wollen, dann müssen wir ewig viele davon machen. Da lohnt sich dann auch ein bisschen das Twinken wieder, ne? Weil das so ein Account-Erfolg ist. Man erreicht nämlich so ein bisschen so einen bestimmten Punkt, an dem das dann nicht wirklich weitergeht. So, verdorrte Befehligen. Das funktioniert ja sehr gut. Die hören total, ne? So, ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt tun muss. So, verdorrte Befehligen.
dahin. Ja, genau, das ist das. Sauget es auf. Da Polki, danke für den Follow. Moinsen. So. Da, 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 da. So, eine Woche Schonfrist hat der Weser noch. Dann fängt er mit dem Laufen an. Dann bin ich mal gespannt, wie ich da abends hier aussehe. Dann noch. So, komm, da hinten ist er nochmal wieder so knusper. So knusper. Fruit Loops wollte ich gerade sagen. Gab es da nicht mal auch so Honeyballs oder sowas? So ein Zeug halt, ne? Dämonisch, netaranisch. So. Komm, das kriegen wir auch. Ja, saugt es auf, meine Diener. Immer feste Schlucken. So, zack. Ach, hier ist schon wieder so ein alter Inquisitor. Der Bösartige. Tote. Ich bin echt gespannt, was der nächste große Feind ist von der Horde und der Allianz. Blackie, lass dir gut gehen. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du wieder dabei warst, ja? Lass dir bitte, bitte gut gehen. Hab morgen einen schönen Tag, ja? So. Lux. Ich glaube, die Quest haben wir jetzt auch geschafft hier. Ja, Ynob, ich hab's schon wieder vergessen. Aber Ynob ist hier. Oh, da ist der Ynob. Da ist Mini Ynob. So. Nee, das kann man. Ich muss das mal so halten, ne? So, ne Ynob in Miniaturform. So, da. Ja, mein Sohn reitet immer momentan auf Ynob. Auch durch die Stube. Das ist total cool. So. Mini Ynob! So. Ich stell mir jetzt Elanias Quieken vor. So, Knorke. Hagel. Zack. Ja, ist er auch. Also ist im Wohnzimmer momentan. Dynob. Das können wir wegmachen. Abmelden. Ich kann da jetzt auch raus. Gruppe verlassen. Weil ich das natürlich schon fertig habe jetzt hier. Ne? Gab, was habe ich denn gekriegt? 740 Resis und 375 Ruf habe ich gekriegt, ja. 375 Ruf. Das ist schon krass. Also das kann man mal mitnehmen. Das geht wirklich nur noch um die letzte Quest hier in dem Gebiet. Wir brauchen 20.000 von 21.000. Das ist ein weiter Weg, ne? Da müssen wir noch hin. So, jetzt muss ich schauen. Hier habe ich alles erledigt, deswegen die alte Hundepfeifenmeister-Pfeife. Das funktioniert immer super. Ja, hallo, Neres Mutti. Moin. Ach, das ist schön. Freu. Hallöchen. So. Das darf ich keine bösen Witze machen hier, ne? So. Ich muss mal gucken, wo sollen wir denn hin? Wir sollen da hinten angeln, ist blöd, angeln ist doof. Das machen wir natürlich, wenn dann überhaupt erstmal ganz zum Schluss. Denn, ja, das, was wir uns definitiv angeln werden morgen früh, ist ein Montag und ein Kaffee. So. Es gab mal ein Fanprojekt von Pokémon, das haben sie aber eingestampft. Da hat Nintendo gesagt, ist nicht. Und das fand ich voll schade, weil das war echt vielversprechend, ja. So. Wachen und Dämonen angreifen, Gefangene befreien und eine Arkweinlieferung verteidigen. Das ist einfach drei Quests auf einem Häufchen ins Mondsichelforum. Da wollen wir jetzt mal hin. Zu den tanzenden Elfen. Denn ich glaube, ich kann einfach so bleiben, ne? Ich muss sowieso kämpfen hier. Da ist ein Dämon. Ein bösartiger Dämon. Komm her. Ich mach dich kaputt. So. Zack. Ja, so langsam wird's mit dem Jäger, definitiv. Die Stadt, ne? Es gibt viele Städte, aber diese Stadt ist besonders doof. So, Gruppe erstellen, das ist sowieso super. Ja, Hammer, ich finde das total krass geil. Das ist auf jeden Fall mega. So, sehr cool. Ich versuche mich ein bisschen zu benehmen jetzt gerade hier so. Juhu, Hammer, cool. So, gucken wir mal da. Wir müssen, ich weiß gar nicht, was ich töten muss. Muss ich die töten? Ich glaube. So, Xandria schließt sich meiner Gruppe auch an. Das ist schon 6%. Ne? Gewinne, gewinne, gewinne. Welcher Dämon will nochmal? Welcher Dämon hat noch nicht? Gibt auf jeden Fall ein paar Pfeile in den Hintern. So. Die Legion, ja. Die Legion hat einen großen Fehler gemacht. Damals, als der Kaffeevertreter an deren Tür geklingelt hat, haben die abgelehnt.
Ja, die wollten nicht die ultimative Mega-Ynop-Kaffeemaschine haben. Deswegen sind die so schlecht drauf. Das ist voll unvorstellbar, ne? Das geht gar nicht. Perplex, grüße dich. Na, meine nicht. Also, mein Vater wird da nicht zuschauen wollen, glaube ich. Aber der ist stolz. Also, ich habe ihm das ja gesagt, was ich hier so auf Twitch immer mache und so. Und er ist stolz drauf. Er findet das klasse. Früher hat er mich gehasst dafür, dass ich so viel gezockt habe. Aber inzwischen ist er da. Doch, sag ich mal. Findet er das gut? So. Da ist eine Schatzkiste. Ja, das ist sauber. Das ist gut. Schuh. Hammer. Ja. Prost erstmal. Perplex, Knorke Sache, wie geht's dir? Viel. Kick ist extrem langsamer. Das ist also, Final Fantasy ist perfekt, um Kaffee zu trinken. Beim Zocken. Definitiv. So, du. Ich liebe diese Stadt nicht. Die haben nicht mal einen ordentlichen Dönerladen hier in Suramar. Was ist da los? So. Oh ja, sehr, sehr gerne. Das ist das. Da freue ich mich drauf. 100, das ist auch nicht mehr so lange hin, ne? Jetzt muss ich mal gucken. So, ich glaube, es ist noch nicht mehr so lange hin. So, nee. 180k, die kriegen wir noch voll. Mein Bester. So. Die Peitschen. Die Peitschen. Ach, diese Dämonen, ne? Ich könnte die am liebsten durch einen Staubsauger saugen. So, die Bösen. 48% in dieser Stadt. Das ist gut. Reiten kann er. Dem helfen wir nicht, das ist ein Allianzleier. Oh, und da hinten müssen wir eh Gefangene befreien, passt. Also man ist hier nicht alleine unterwegs in dieser Stadt. Komischerweise, wenn es Weltquests gibt. Ah, ich weiß gar nicht so richtig, aber naja. Ich mag die wirklich nicht. Die Stadt ist blöd. So. Ist wie so eine Großstadt. So ein bisschen. Orbitisti. Ach, herrlich. Es gibt hier auch so ein Sprungrätsel, ja. Da kann man richtig an die Decke gehen, wenn man das machen muss. Da muss man irgendwie auf den Dächern rumtanzen. Lieber an den Dächern oder auf den Dächern. Ach, knorke Sache geschafft hier. Und sogar 300 Ruf gekriegt dafür. Ja, ist kurz vor Ende, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Wir brauchen aber noch zu viel. Nee, das ist nicht gut. So. Ich glaube, ich muss wirklich nochmal angeln, ne? So. Bene West haben wir geschafft hier. Was ist das? Jetzt muss ich mal schauen hier. Ach genau, das ist dieses Arkwein-Dings da verteidigen. Das ist ja praktisch. Wo kommen denn die eigentlich alle her hier? Schuh. Die bösen Elfen. Fehlt nur noch Hafenmusik oder so. Also nicht Hafenmusik, sondern Harfenmusik. Har. Die gute Harfee. Ja, jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf. Das geht gar nicht. So. Der Harfinist. Der am Hafen sitzt und die Harfe hisst. Und wenn er sie spielt, hört man folgende Töne. Harfee. Har, die Fee. So, geschafft das Ganze. Was haben wir gekriegt? 375 Ruf. Knorke Geschichte. Gibt jetzt hier, da hinten wird weiter gekämpft. Da hinten gibt's Gold. Wir wollen Gold haben. Hammer geil. So, ich und mein Suramar. Ich hasse es, ey. Och, geht doch alle weg. So, tschüss. Bösartige Möpse. Das ist fies, ne? Das wird man hier ins Hafenbecken geschubst. Also Ziel ist definitiv noch nicht ehrfürchtig zu werden, sondern hier respectful. Latsch, schön von der alten Gondel überrumpelt worden. Ne? So, jetzt Abkömmling der Dämmerwache. Ach genau, das ist super. Die haben nämlich diese Kontrollkugeln. So soll das sein. Da brauchen wir auch mal ein paar von. Leider droppen die gerade nicht. Ah, okay, jetzt hat's aufgehört, da zu lecken.
So. Schnapski verfolgt den einen auch noch quer über die Brücke. Schup. Ach ja. Das, ich würd empfehlen, Add-ons zu installieren, ja? Namens der Frankie, knorke Sache, ich grüße dich. Und danke an Kakarott TV für den Host. Moin an deine Zuschauer. Herzlich willkommen. Wie geht's euch? Knorke Sache. So, wir sind hier unterwegs. Wir sollen mal so ein paar Leute befreien, habe ich gehört. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir haben so Kontrollkugeln gekriegt. Das ist mal gigantisch. Funktioniert auch. So, lassen wir Nummer 1. Wie gesagt, also Sura, ich glaube, dieses Gebiet wird mich nie wiedersehen, wenn ich das hier geschafft habe. Ja. So. Ich bastel da noch an meiner großen Ynob-Bombe, aber da fehlt mir noch ein bisschen was für. So, 3 haben wir gleich. Das war Nummer 2. Nur mal schauen, auf der anderen Seite werden die wahrscheinlich sein, in den komischen Glaskäfigen. Ne? Wenn ihr Fragen habt zu World of Warcraft, bitte stellt eure Fragen. Das baldurieren wir hier gemeinsam aus. Ich tanze hier sonst noch so ein bisschen durch Sura mal, ja. So, Sura. Die kann mich mal. Ich würde ihr jetzt lieben gerne sagen, ich kannte mal eine Sura, ne? Die hatte ich mal. So. Komm mal her, Pübbel. Püppchen da. Zack. Schüpp. Ja, Anti-Knorke ist auch wieder unterwegs. Es gibt auch irgend so ein Transmog-Ding, wo wir hier halb nackt rumlaufen können, ja. Da muss ich mal schauen, ob ich das irgendwann mal wieder zusammenbekomme. So, komm, geht tot da. 3 von 4 und 4 von 4. Ey, schlage mein Tier. Es ist mein Tier. So, plops, fertig. Und Ruf, respektvoll geworden. Sehr geil, so soll das sein. Jetzt kann ich mich auch wegwisseln. Mal so ein bisschen Blow My Whistle machen. Da hinten gibt es noch eine Aufgabe, die kann ich mir auch noch holen. Da können wir uns aber auch relativ schnell hinporten. Angeln, die Schlachtzugsquest ist ein bisschen blöd. Auch wenn die 1000 Ruf gibt. Ist aber trotzdem ungünstig gewählt. Ne? So. Weil wir nicht genau sehen können, in welchen Raid wir reingehen müssen. Das heißt, man müsste alle 4 machen, damit man dann tatsächlich da auch genau weiß, okay, in dem Raid ist das drin. Dürfte allerdings aber auch wieder sehr, sehr viel Ruf geben. Also die Chance ist da schon recht hoch drin. So, ein bisschen Erz, wunderbar. Ach, schade. Hat nicht geklappt. So. Alternativ kann ich mir die Fische natürlich, glaube ich, sogar... Ach nein, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie wir das machen. Das können wir avoiden mit dem Angeln. Mit Glück können wir das vermeiden. Jetzt wollen wir mal ein bisschen hier die Blutgeschichte ein bisschen spielen lassen. So, der kriegt jetzt hier mal eben schnell die Quest abgegeben. Es liegt noch so viel vor uns. Und der hat mir auch gleich wieder eine neue gegeben. Oh, warte mal. Vielleicht. Nein, nein, nein. Alles, was wir haben. Nee, Erlösung für die Gefallenen, ja, das ist das Problem. Gibt's nur nochmal einen Segen, aber 676 Mille Artefakt macht, ja. Wenn das mal keinen Spaß macht. So, eine Milliarde brauche ich noch, dann habe ich das auch fertig. Wir gucken mal, ob wir diese Runen-Schuppen-Käuster bekommen. Knorke Geschichte. Oh. So. Ich hoffe. Es war mit dem Ätherit da, mit dem Ätherblume halt, da war es genauso, da konnte man sich das nicht kaufen. Es war nicht knusprig. Stabilisieren nicht. Hier steht sie nämlich, die Blutdorn. Runenschuppen voll. Ach da. So. Einmal. Zweimal. Ich kann das jetzt nicht abgeben, dann werfe ich da wirklich eine Bombe auf. Surama. Ja, das Ganze, wir können damit halt unsere Berufe auch ein bisschen skillen. Ne? Ich kann mir auch Ordensressourcen holen dafür. Ich glaube, das werde ich sogar machen, weil ich nämlich einmal in die Jägerhütte wieder rübergehe. Und momentan ist jetzt, glaube ich, das Ganze unlimited, was man da so bekommen kann. Also wir werden es definitiv brauchen. Und jetzt haben wir halt 15.000 davon, ja. So, es kann aber auch möglich sein, dass wir tatsächlich erst wirklich ein paar Champions da hochbringen müssen auf
900. Also die haben auch so eine Gegenstandsstufe, da kommt man leider nicht drum herum. Die muss man dann auch ein bisschen hochknuspern. Aber wir können ja gucken, ne? Das ist ja kein Thema hier. So, immer Rinder. Rinn und Rander. Warte mal, jetzt kann ich auch gleich als allererstes mal schauen hier. Jo, können wir abgeben. Mache ich auch sofort. Das machen wir doch als allererstes. Nach Dalaran, es gibt 1000 Wege, wie wir wieder nach Dalaran kommen können. Ja, das ist so knorke. So. Wir reporten uns halt einfach, ne? Das neue Gebiet in Argos selber, jetzt muss ich mal schauen. Das hat sich wieder. Oh ja. Oh ja. Jetzt wird's interessant. So. Halt. Ach, scheiße, ich kann nicht beides gleichzeitig. Guckt euch das an, das ist nicht nutzbar. So, dahin. Dem starten wir definitiv nochmal einen Besuch ab. Eisern. Kahn. Und nochmal Kahn. Grimdorn, lass dir gut gehen. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, lass dir wirklich gut gehen, ja. Danke, dass du zugeschaut hast. Es hat mich echt gefreut, dass du mal reinschaust. Ja? Okay. Deine Mutter will, dass ich meinen Urlaub raushole. Nein. Hallo, Mutter von Nere. Ich hole mal meinen Urlaub raus. Guck mal hier. Ich hab meinen Urlaub mit dabei. Hier, den kleinen. Der fällt auch schon um, ja? Der freut sich. Das ist ein enopisches Meisterwerk. Das ist von Honigfloh, ja? Total gigantisch. Super schön gemacht. Ich kann nur mich davor verbeugen, ja? So cool ist das. So, und jetzt noch einmal von vorne. So. Da, guck mal, wie lieb der guckt. Dann muss ich auch ehrlich sagen, bin ich mit Samthandschuhen bei, ja? Weil wenn mir der kaputt geht, ich glaube, das könnte ich mir gar nicht wieder verzeihen. Da würde ich mich richtig schwarz ärgern. So. Da ist die eine Hütte, da gehen wir runter. Gibt halt jetzt wieder Ruf, deswegen mache ich das, ne? Weil sonst würde ich mir da niemals irgendwelche Fische kaufen. Wir brauchen schon Fische. So. Ach, falscher Knopf. Ein bisschen Beute. Oh, es gab sogar hier Angelpunkte. Heilige Scheiße. Ich habe 429 Angeln. Wie ist denn das geschafft? So, und eine haben wir da hinten noch, kommen, die nehmen wir auch mit, weil dann haben wir die nämlich alle fertig, die wir hier so machen können. Und Arkan und Eisern, ne? Arkan und Eisern ist nichts, was ich brauche, scheiße. Ah, nein, ernsthaft jetzt, Blizzard? Blizzard will mich ärgern, ne? Das ist doch doof. Ja, Arkan und Eisern. Ach, das ist doch doof. Nichtsdestotrotz, guck mal, wenn ich das so sehe, hier 54% Verbesserung, ne? Das sind so Sachen, die kann man mal mitnehmen. Die sind super einfach zu machen. Hier unten sind 3 Stück, die nimmt man innerhalb von 5 Minuten mit. Ja? Immer mitnehmen, was da so geht. Die sind auch sehr schnell, sehr fix wieder da. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich an der richtigen Stelle bin, die Handweg. Das ist das. Aber da kommen wir dann auch schnell wieder hin. Die Rebgärten. Da, wo die Rebhühner rebieren. Ruinen. Nee. Wie komme ich denn da am schnellsten hin jetzt? Fliegen, ne? Ach komm. Ne, wir gehen nach Argos. Wir machen erstmal die Argos-Sachen fertig. Das sind 100 Rufpunkte oder so. Können wir auch zum Schluss noch holen. Wir wollen nach Argos. Ich will euch auch mal ein bisschen das Neue zeigen. Komm, so machen wir das. Grüße. Ja. 250 brauche ich noch. 250 brauche ich noch, dann habe ich wieder genug, um mir ein neues Ding da zu kaufen. Sowas zum Beispiel. Das ist ganz praktisch. Ja, man hat auch noch die Chance, hier diese Dinger zu kriegen, ne? Also diese Stoffhandschuhe, Plattenhelme und so ein Gedöns. Das ist auch super. Und wir können uns tatsächlich auch wirklich von... Warte mal, halt, was ist das? Ach, das sah nur so cool aus. So, wir gehen da unten runter, weil hier sind schon mal ein paar nette Sachen. Nehmen wir mit.
Wir haben auch noch zwei andere Waffen, also das darf man auch nicht vergessen. Diese zwei anderen Waffen sind natürlich auch knusprig und deswegen würde ich auch alle Artefaktdelikte mitnehmen. Weil man, es gibt immer Verbesserungsbedarf. So, der ist natürlich da oben. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich da schnell hochkomme. Probe erstellen. Wie gesagt, das Add-on ist wunderbar, ne? Also mit dem Add-on können wir das richtig klasse und auch richtig schnell machen, die ganze Geschichte hier. Das passt eigentlich auch ganz gut. Hardrocks getötet. Ach, das ist tatsächlich hier auch so eine Quest. Komm, die knuspern wir mal weg. Können wir mal ein Viech hier beschwören. Passt dann. Ich bin noch nicht der Einzige, der das machen möchte. Zack, ihr seht, Gruppe voll, wunderbar. Die haben ein bisschen mehr Leben, haben ein bisschen mehr Durchhaltewillen hier, die Gegner. Die Beute ist natürlich auch fein. So, und jetzt beschwört er den da und dann können wir den mit raufknuspern. Der kriegt auch ein bisschen Schaden schon von uns hier. Je mehr da drauf prügeln, umso mehr Leben kriegt er natürlich auch, ne? Aber ja, ach, im Moment in Argus, wenn ihr hier unterwegs seid, immer mitnehmen das Ganze. Das sind auch drei Quests wieder auf einem Fleck hier. Gibt auch Ruf, das braucht man später wahrscheinlich dann auch noch wieder. Für irgendwelche netten Items. So, wieso habe ich den jetzt nicht gekriegt? Ach, Axt. Nee, hab ich nicht gekriegt. Ach, beide müssen getötet werden. Links und rechts. Da ist der Haken. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch irgendwas. Ja, wir müssen beide töten. Das machen wir natürlich auch lieben gerne. Die kriegen da auf jeden Fall mal ein bisschen Gesichtsschmerzen. So soll das sein. So, und er rennt da hin und aktiviert den mit ihm. Habt ihr es gesehen? Ich hab's genau gesehen. Ja. Und er denkt sich, es ist so ziemlich bescheuert gewesen, das da zu tun. Ich bin auch tot jetzt gleich. Mit Pech. Wie kann man nur so klug sein? Ja. So. Radix, das alte bösartige Radiergummi. Zack, kriegt er nochmal einen, ja, dann hauen wir da natürlich mal mit drauf. So, die Dinger können auch aufgewertet werden, ne? Das war jetzt nicht aufgewertet, so wie ich das gesehen habe. Nö, 890, aber immerhin, ja, nehmen wir das mal mit. Und 113 Ruf bekommen. Es ist tatsächlich so, dass die Rufgeschichte jetzt nur diese Woche so ist, ne? Also wir kriegen diese Woche mehr Ruf, indem wir Weltquests erledigen. Gerade für Fraktionen, wo es dann noch fehlt. Die meisten werden es wahrscheinlich schon alles fertig haben, aber wo halt noch Ruf fehlt, das kann man dann ganz gerne mal mitnehmen. So, ich glaube, dann muss ich hier tatsächlich da oben rauf. Probe erstellen. Alleine ist doof. Jetzt dürfen wir hier ein paar Bomben legen. Bomben legen! Sieht eher aus wie von so einem TIE Fighter, das Mittelstück. So, runter, unten, runter. Also wirklich hier so zwei, drei Bomben legen, ne? Da ist ja nichts. So, ja, lass dir gut gehen, meine Liebe. Schön, dass du da warst. Danke fürs Zuschauen, ja. Knorke Geschichte. Ne, so allzu lange, zu lange darf ich auch nicht mehr machen. Dann gibt's morgen Ärger mit dem Wecker. Den Bösartigen. Vielleicht haben wir ja Glück und einer da macht das da hinten noch und dann haben wir das gleich schon direkt geschafft. Flop, sagt das. Ach, hier ist auch wieder so eine Invasion. Unsterbliche Netherwandler, ja. Oder muss ich denn da auch noch da rein? Ne? Bringt mich in Sicherheit, das ist immer gut. Schnell weg hier. Na, ach, meine Maus, ne? Zünden das Ganze. Mein Pad ist auch schon wieder weg. Oh, komm her hier. So, bringt euch in Sicherheit, hat funktioniert. Wir haben 60 Argonit gekriegt. So, morgen ist das Schiff wieder da. Knorke Sache. Und er hat den da hinten, müssen wir kaputt knuspern. Hier geht's tief runter. So, Gruppe erstellen. Also es ist immer dasselbe Prinzip, ne? Gerade in diesen Weltquests und so. Ach, alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Das ist Gratisbeute, ja. Die liegt so auf der Straße rum. Also,
Noch besser geht's nur im LFR. Und im LFR, ja, ihr wisst ja, ne, der ist manchmal gar nicht so schwer, mit Randoms umso mehr. So, zack. Kriegserfinderin. Der Gruppe ist voll, den wollen wir nicht umwandeln. Wir wollen einfach nur den Boss da töten. Und jetzt habe ich ein Problem. Hallöchen. Ach, shit. Jetzt muss ich mich totstellen. Bloms. Hätte ich ja nur Glück gehabt hier mit dem Agonit gerade, würde ich sagen. So, Pet wiederbeleben. Passt. Jetzt bin ich auch nicht mehr alleine. Dann ist das auch nicht weiter schlimm. Da knuspern wir da mal mit drauf hier. Auf den alten Admiral. Da ist auch ein Tank dabei. Gigantisch. So. Ja, das ist manchmal ganz von Vorteil. So. Aber die Inhalte sind halt wirklich einfach zu schaffen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da ewig lange noch auf irgendeine Gruppe sucht oder so, gerade mit so einem Tool. Ich habe das Gefühl, dass relativ moderat Spieler diese Gruppensuche für die Weltquests auch installiert haben. Ja? Hammer. So, komm hier. Einmal, zweimal. Gib nochmal einen auf den Ömmel da. Super. Wenn ihr jetzt raiden geht auf HC und in dem neuen Raid dann irgendwann später, dann wird es natürlich wieder die Beute, die ist dann oldschool, ne? So. Das müsste ich ja eigentlich. Genau. Hat gepasst. 100 Ordensressourcen. 113. Ja. Gruppe verlassen. Wunderbar. Geschafft. So, halt, warte mal. Vielleicht kann ich da runterspringen. Ja, runterspringen ist immer so unschön, ne? Mit Glück. Ja, doch. Das ist auch nicht so viel Glück, das überleben wir. So. Und die Wege, die sind sehr, sehr kurz. Also wir können wirklich hier von A nach B porten. Das ist so instant, fast schon. Das holen wir uns. So, da oben. Flonks. Empyrium, okay. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, ich habe gar keins davon. Ja, super. So. Ach, herrlich. Da liegt sogar was. Aber 40 Stück davon zu sammeln, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das dauert auch so ein kleines Momentchen. Gerade wenn man das Bergbau noch nicht hochgeskillt hat. Man kann das mitnehmen, aber ja, ich weiß nicht, ob man das... So auf dem Weg, ja. Aber ansonsten würde ich es nicht tun. So. Schnell hoch da. Wir reiten mal durch die Gegend hier. Für ein Dämonengebiet sieht es außergewöhnlich schick aus. Ja? Fehlen nur noch ein paar Blümchen am Wegesrand und dann passt das auch. Dann werden die wieder ein bisschen friedlicher und überlassen uns freiwillig ihren Loot. Prost! Ja, man kann das stumpf durchreiten zum Teil dann auch. Manchmal muss man da was mitnehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die 40 noch voll kriege in so kurzer Zeit. Aber das ist natürlich auch wertvoll, ne? Also ihr könnt da, wenn ihr so 200 das Stack davon verkauft, dann könnt ihr richtig viel Kohle kriegen. Ich glaube, ich weiß das jetzt nicht genau, was die Preise momentan auf Garrosh sind, aber die liegen definitiv über 10 oder 15, 20 Gold pro Teil, also pro Empyrium. Das ist schon krass eigentlich. So, Feuerregen. Hageltote Tauben. So. Ach, WoW, das ist eine knorke Geschichte. Sie bringen wirklich gute Mechaniken da rein in die ganze Sache. Feuerregen. Ihr könnt auch stumpf hier Möpse farmen, das geht auch, ja. Also wenn man das stumpf machen würde, das wäre auch gar nicht so blöd. Da kriegt ihr halt diese 800er Dinger. 880 haben die Teile. Manchmal kriegt man auch wirklich 900er Ausrüstung daraus. 900 plus, ja. Und das ist mal... Ach, nö. Ernsthaft jetzt? Geht doch weg. So. Guck mal, immer noch im Kampf, ne? Das ist so nervig, ey. So, jetzt sind wir aus dem Kampf raus. Jetzt muss ich ja erstmal überhaupt gucken, ob ich hier richtig bin, ey. Reiten wir da lang. Da oben wird es wohl schon richtig sein. Oder nee, da sehen meine Augen was. So, das ist mir egal, ich muss da jetzt runter. Ich will diese Schatzkiste haben. So, da kann nämlich auch was Nettes drin sein. So, 24 Agonit sogar ist da drin. Hammergeil.
519, fehlt jetzt nicht mehr so viel. Der Hundemeister, jo, den nehmen wir mit. Den alten Schlawiner da hinten, guckt euch das an. Der steht da so, munter, fröhlich, wartet nur drauf, bis wir vorbeikommen mit Schnapski und Schnapski sich für seine damalige Ausbildung mal bedankt. So. Oh, da muss ich raus. Ja, ist garstig, ne? Guckt euch das an, den alten Hundemeister. Die haben die Preise von Pedigree Pal wieder erhöht, deswegen ist er so schlecht drauf. Guckt euch das aber an. Bei der Macht meines gigantischen Futterlevels. Ich werde euch jetzt hier lodernd, mit dem lodernden Sprung verknorren. Aua, das tat sogar mal weh. So, immer drauf da. Schön, dass ihr da seid. Knorke Geschichte. Wenn ihr ganz neu seid im Vesarius Gaming Channel, stellt ruhig eure Fragen. Seid willkommen. Lasst uns zocken hier. Hammer Knorke. Springt, ne? Das ist voll so ein Jumpy, der Typ. Es gab ein bisschen Schaden. So, komm. Machen wir den mal kaputt hier. Wäre doch mal Zeit, ne? Ja, springen wir anders hin. So, zack. 10 sogar, ne? Ach, schade. Manuskript der Augari gekriegt. Ist aber 890. Ja, der Alexos, einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich, mein Lieber. Hallo und herzlich willkommen. Moin. So. Ja, ich bin hier im neuen Content unterwegs in World of Warcraft. Hier auf Argus. Das gute alte Argus. Ja. Ist gut. Definitiv. Also man kann hier super den Anschluss wieder bekommen. Ist ein bisschen groß, also ich habe auch schon alles gequestet, deswegen kann ich da jetzt hier auch schon so frei rumlaufen und habe auch die ganzen Weltquests freigespielt, ne? Das ist eine schöne Sache, also da haben sie sich immer wieder gut was einfallen lassen. Aber das ist, glaube ich, auch immer wieder eine krasse Herausforderung, immer wieder das so rauszuknuspern, dass die Leute da auch wirklich dann Bock drauf haben und wieder den neuen Inhalt spielen, ne? So, Beute macht's möglich. Die gute alte Beute von heute. So, da hinten vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir reiten einfach mal hier entlang. Auf dem entweiten Pfad. Wie geht's dir, mein Lieber? Ich hoffe, dir geht's gut, ja? So. Ja, wunderbar. Gruppe bestellen. Nö, haben sie die jetzt kaputt gemacht? Ne, lass mal sehen. Schinde. Komm her hier. Ich hab's 14 Jahre fast gespielt. Das ist toll. Wenn man das mag, mag man's. Oder wenn man's nicht mag, dann mag man's nicht. Es ist, wenn man MMOs gespielt hat, wo relativ viel Bewegung drin ist, ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man wird erschlagen von diesen ganzen Anzeigen. Ich habe auch ganz, ganz viele Add-ons drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal zeigen kann hier. Aber doch, kann ich. Also hier, ich habe ganz viele Add-ons. Ich habe das jetzt mal so schnell hoch und runter gemacht. Schüpp. Oh, da muss ich jetzt aber fragen, wieso? Das ist aber doof. Wenn YouTube sich selbst zerstört. Ich bin froh, dass ich 54 Follower habe auf YouTube, ja. So, ich stehe da noch ganz am Anfang. Aber es passt schon, alles gut. So, die alte Herrin, ach, die ist doch garstig, die alte. Hier, geh mal kaputt. Geh kaputt, Mäuschen. So, gut, die Beute, abgenutzte Amethystfigur. Wunderbar, wieder Agonit und nochmal eine fremdartige Trophäe gekriegt. Eliministe. Es ist halt die Artefaktmacht, ne? Die man auch noch mitnehmen kann dabei. 543 Agonit. Ja, ein bisschen was brauche ich immer. So. Ich glaube, auf den anderen müsste mehr zu holen sein. Ja, das. Nee, also das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, wenn YouTube sich da gerade selbst ein bisschen punisht. Oder zerstört, wie du schon schreibst. So. Ich muss da unten zu meinem Raumschiff. Es gibt viele Raumschiffe, aber dieses mag ich gerade besonders. Verfolgt von 10.000 Möpsen. Eigentlich ja der Traum, ne? Ah, da geht's zu tief runter. So, wir haben es knapp überlebt. So. Hui! Das tat weh. Da hinten sind die hüpfenden Meerrettiche, die... Nein, wie heißen denn die Viecher? Mensch, die Wiesel-Dinger da.
Ach, das ist blöd. Werbekundenfreundlich. Geld regiert die Welt, ne? Leider. So, ich bin nicht im Battle, deswegen nehme ich das hier ganz schnell mal mit. So, immerhin 3 Stück, aber ihr seht, das sind jetzt 11, die ich gesammelt habe und es würden noch 29 fehlen. Ja, schrecklich. Also wie gesagt, ich finde sowas schrecklich. Wenn es nur um Geld geht, ne? Das ist blöd. Ja. Geld regiert die Welt, ja. Schlimm. Es ist bei Twitch ist es ja auch so. Twitch hat ja das mit dem Affiliate nur gemacht, weil natürlich... Ach, ich bin noch ganz weit ab vom Schuss hier. Gerade. Die haben das natürlich nur gemacht, weil sie dadurch noch mehr Einnahmen haben. So. Das machen die nicht, weil sie jetzt jemandem was Gutes tun wollen. Ganz bestimmt nicht. Ich meine, das freut mich, dass es das gibt, ne? Versteht das bitte nicht falsch. So. Krieger, Pala, Todesritter. Also ihr seht, in den Kisten ist auch manchmal was drin. 14 Argonit gekriegt. Ja, nehmen wir mit, ne? Es lohnt sich schon, auch die Kisten einzusammeln. Das ist ein bisschen schade, wenn es wirklich tatsächlich da nur auf das Geld drauf geht, ja? So. Okay, es gibt Menschen, die leben davon, ganz klar. Dann muss man natürlich auch das Geld haben. Oder sich damit halt Geld verdienen, ne? Aber letztendlich... Ach... Blödes, bösartiges Geld. Im Internet Hähnchen tauschen ist halt schlecht. So, da ist sie doch, die Kiste, die ich haben wollte. Ich kann mich auch gleich porten, ne? So, was ist da drin? Noch mehr Argonit, sehr nice. Das ist Artefaktmacht, ja, 135. Und so einen alten Fischgräten Jones hier. So, schade. Halt. Ja, da gibt's noch mal. Es gibt hier auch auf in dem neuen so krass viel, ja. Ja, die haben ein gigantisches Datenzentrum, also das finde ich sowieso, was da bei YouTube an Servern rumsteht, ja, das ist der Traum eines Admins. Krass, was du damit alles machen kannst, könntest. Das ist übel. Das ist ein bisschen was anderes als so der heimische Computer. Und hier ist nichts, ne? Nö. So. Nö. Komm ich hier doch noch irgendwie? Nee, komm, ich porte mich noch da ran. Was haben wir denn noch? 190. Das sind leider Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Es ist blöd. Du. Ach so, okay, haha, Kappa. ja, das auch, natürlich. Wenn man sich überlegt, da kommt Amazon vorbei und sagt, hey, ihr habt eine Milliarde. Wir wollen eure Internetseite kaufen. Yo. Ich glaube, ich würde im ersten Moment setzen, wie bitte? Was war hier? So. Ja, die wissen schon, wie man es macht. So, Argus. Muss ich selber mal überlegen. Ja, ich guck gerade auf die Uhrzeit. Wir fliegen nochmal in unsere alte Jägerhütte. Ich muss da noch ein bisschen was machen. Ja. Tatsache, man kommt, wenn man jetzt im neuen Inhalt unterwegs ist, ja, und auch zum Beispiel so alte Sachen macht, wie hier Suramar-Ladebildschirm, also Jägerhütte-Ladebildschirm, aber wenn man Suramar noch nachträglich machen soll, es geht. Es geht sehr schnell, weil wir eben halt das gute Equipment haben, ne? Und das Equipment, also selbst wenn man jetzt einen Tag hat, okay, drauf, scheiße, ich kann das jetzt alles doch nicht mehr machen, ich krieg das nicht zurecht, man kriegt das nächsten Tag, kriegt man wieder solche Quests. Also das ist immer und immer wieder der Fall so. 602, ja, schade. 50, 48, die kriegen wir aber auch so noch. Ja. Mitnehmen. Alles, was geht, mitnehmen. Und ansonsten halt am nächsten Tag. Ne? 400 Millionen fehlen mir da noch, dann habe ich auch wieder die nächste Stufe. Es kommt halt alles Schritt für Schritt. So, was haben wir da? 139, was kriege ich denn da? Ne? So, komm, mach mal auf da die Kiste. Oh, das ist nice. So. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, die sind noch ein bisschen unterwegs, meine... Ich will es nicht Homies sagen, ja? Meine Typen hier. Was ist das? Ach, Rufstein. Ich brauche von Suramaru. Siegelstein des... Oh, ja.
Das, ja, 0%, das ist blöd. Die guten Missionen kriegt man natürlich erst, wenn man natürlich seine Trupps halt hochgepuncht hat, ne? Ja, und das war's auch schon, was ich da reintun kann. Das war ja einfach. Ich gehe nochmal raus. Also hier draußen gibt es auch noch so einen Typen, der verschafft einem coole Sachen, die man freischalten kann. Und ich glaube, ich muss erst noch dafür 6 auf 900 kriegen, ja? Wir gucken mal. Jo. Entschuldigung. Champions der Legionslichter, das ist tatsächlich, glaube ich... Wo ist es denn? Champignons. Gute Nacht, Beat. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Entschuldigung. Schlaf gut. Lass dir bitte, bitte gut gehen und danke fürs Zuschauen, mein Lieber. Ja? So. Nö, kann ich noch nicht machen. Also ich muss da erstmal hier die Champions, die 6 Stück da freischalten. Ich weiß gar nicht. So, hier. Warte mal. Der blinkt da so rot, ne? Verfügbare Missionen. Es gibt halt eine Menge. Ihr seht, es dauert auch noch ein bisschen. Anhänger. Ich habe, glaube ich, doch einen auf inaktiv. Wieso eigentlich? Ach so, weil ich schon 5 Champions habe. Haha. Aber da fehlen halt auch noch die 2 dann, ne? Die ich halt hoch pushen müsste. Ja, da kommt dann so eins zum anderen. Dann. So. Die Waffe selber. Ja, da ihr seht, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Es gibt auch. Oh, das sehe ich ja, stimmt ja jetzt auch alles. Ja, so Vorlagen und so, ne? Es geht nachher nur noch darum, die Einigkeit der Legionsrichter hochzupushen. Also das ist wirklich so das, worum es geht. Und wenn wir die Stufe hoch genug bringen, kriegen wir irgendwann eines Tages auch nochmal die Möglichkeit, uns zu verbessern, indem wir diesen Netertiegel da benutzen, diese Netherschmiede. Und da das Equipment verstärken noch wieder zusätzlich. Und das ist aber auch ganz okay. Das kann man mitnehmen. Dauert aber so wirklich relativ lange, ne? Man könnte jetzt jede Waffe einzeln leveln, also wirklich erst eine richtig hochpeitschen und dann die nächste. Aber ich würde sie immer alle so ein bisschen mitnehmen, die Waffen. So hat man immer einen guten Stand. Wenn man mal die Skillung wechseln möchte, fällt man nicht in so ein riesiges Loch. Und jede Woche gibt es auch immer mehr Artefaktmacht, die man mitbekommt. Und diese Artefaktmacht Steigerung, die erhöht halt die Prozentzahlen. Oder die Prozente werden höher, umso mehr Artefaktmacht bekommen wir dann. Das heißt, es geht nachher im Endeffekt sowieso relativ schnell. Und wenn man jetzt jeden Tag die ganzen Quests immer überall machen würde, jetzt gucke ich mal hier, wie viel wir haben. 865 Millionen könnte ich jetzt durch Weltquests mehr erstreiten. Oder eben halt Gold oder gar nie Ressourcen. Ja? So wie es einem dann beliebt, das passt. So. Oh, da ist was verkauft worden. Knappe Sache. Noch einmal schnell hier auf Money, das alte Tundra-Mammut. Da wollen wir mal rauf. Und mit dem Finsterzang da mal schneiden. So, habe ich da noch das. Die anderen sind alle besser von mir. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Schade. Die Sachen, die bewahre ich natürlich auf, die Plattengeschichten, weil wir sowieso auch irgendwann natürlich mal einen Twink hochstufen wollen. Das heißt, der kriegt die dann in die Hand gedrückt und dann müssen wir mal gucken, was man da rauskriegt. So kriegt man auch alle seine anderen Charaktere relativ schnell wieder hochgezogen. Vom Equipment-Stand her, ja. Also das kann man durchaus auch mal gerne mal machen, um vielleicht ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich selber mag aber eher mehr so Main-Char-mäßig unterwegs sein für zwischendurch mal, ne? Knuspert man die da hoch und dann ist er dran. So. Ja, 23 Uhr durch. Morgen ist wieder Montag. Es geht morgen für mich wieder früh aus dem Bett raus. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart heute Abend bei einer Runde World of Warcraft. Danke nochmal, dass ihr das auch mit den meisten Stimmen in der Abstimmung da gewählt hattet. Beziehungsweise ich konnte mir dann ja aussuchen, was ich spielen sollte. Das war gigaknusprig. Hat gepasst mit WoW. Nächste Woche ist wieder so ein bisschen Random Streaming Plan. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich online bin, aber ab 20:30 wird es wohl der Fall sein. Ja, so spätestens, denke ich mal. Stay tuned. Lasst es euch bitte gut gehen morgen früh. Habt noch einen schönen Restabend jetzt von diesem Sonntag. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Knorke Sache. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Wo ist denn der Knopf hier? Ach, da ist ein Knopf. Soll ich den mal drücken? Ich weiß gar nicht, was da passiert. Ne? Guck mal, so drückt er mal da. Gute Nacht.